Wer Zeit sparen möchte, kann gerne bis Minute 23 vorspulen, weil bis dahin kommen nur so allgemeine Sachen, die ich mal dringend loswerden wollte, aber wirklich nichts, was irgendwas zur Thematik zu tun hat. Ja, also meiner Meinung nach. Könnte also wirklich problemlos überspringen. Wenn das nicht tut, seid ihr hiermit gewarnt. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen im Wald nochmal. Seven vs. Wild sind wieder ein paar Folgen ins Land gegangen, aber ich muss erstmal drei allgemeine Dinge loswerden. Allgemeines Ding Nummer eins: Meine Kamera flackert so komisch, das tut sie schon wieder, das hat sie schon mal gemacht. Zwischendrin hat sie es auf einmal nicht mehr gemacht, jetzt macht sie es wieder. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Falls mir das jemand erklären kann, das ist eine GoPro Hero 9. Und ich habe an den Einstellungen gar nicht rumgespielt. Sie hat auf einmal damit angefangen, von einem Tag auf den anderen plötzlich dieses komische Geflacker zu haben. Wer also damit nicht leben kann, der guckt mich einfach nicht an, sondern hört mir einfach nur zu und guckt vielleicht dann hin, wenn ich gerade anders klinge. Dann habe ich nämlich einen Voice-Over-Beitrag und der ist mit Bildmaterial ausgestattet. Ansonsten sieht man hier nur mich im Wald hocken und labern. Das heißt, da braucht er dann nicht hingucken und dann ist die Bildqualität, denke ich, auch nicht so entscheidend. Trotzdem nervt es mich persönlich und falls da jemand einen Tipp für hat, wäre ich dankbar. Ja? So. Ansonsten, zweiter allgemeiner Punkt. Ich bin häufig angeschrieben worden, dass die Leute das furchtbar, also manche wenige Leute, offensichtlich ein Riesenproblem mit der Authentizität von Seven vs. Wild insgesamt haben, Staffel 1 und Staffel 2, und ob ich dafür nicht mal was sagen kann. Ich meine, ich hätte das schon mal so ein bisschen angesprochen. Ehrlich gesagt stört mich das aber auch überhaupt nicht. Also ich sehe da nicht wirklich einen Leidensdruck. Es wurde möglicherweise hier und da von manchen der Akteure, die da eine Rolle spielen, das ist ja längst nicht nur der Fritz Meinecke, sondern ja auch eben diverse andere Leute, insbesondere jetzt bei Staffel 2 kommen ja die ganzen Behind-the-Scenes-Menschen auch noch zu Wort, was gut ist, was mir gefällt. Aber ja, da sind also jede Menge Leute dran beteiligt. Und das mag dann schon sein, dass da irgendwann mal jemand von denen irgendwas gesagt hat, wie von wegen, das wird krass und das ist der reale Scheiß oder irgendwelche ähnlichen Äußerungen zur Krassheit des Ganzen. Ja? Und da gibt es jetzt eben Stimmen, die der Meinung sind, meine Güte, das ist doch überhaupt nicht so krass, insbesondere nicht die Nummer in Schweden. Jeder, der mal den Kungsläden gelaufen ist, das sind Hunderttausende von Leuten, wird sich denken, na und? Dann hockst du da halt 7 Tage rum und isst nichts. Ich habe es ja auch ganz am Anfang gesagt, grundsätzlich mal, wie überlebt man 7 Tage in Schweden im Sommer? Ne, man hockt sich hin und wartet bis sucht sich was zu trinken, was in Schweden nicht schwer zu finden sein dürfte, und wartet bis 7 Tage rum sind. Schönes Beispiel dafür, der gute Relodiac, Chris, der ja mehr oder weniger genau das gemacht hat. Plus sich noch ein bequemes Bettchen gebaut und dann hat er außerdem noch einen dicken Schlafsack gehabt und dann ging das. Ja? Das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Das ist genau die sinnvollste Art und Weise, wie man Real-Life-Survival über einen definierten Zeitraum an einem definierten Ort betreiben kann. Insbesondere, wenn der Zeitraum so kurz ist, dass man darüber keine Nahrung benötigt, weil man die als Reservestoff sowieso dabei hat. Ja? Das ist die Realität. Dass man das jetzt werbungbedingt trotzdem als krasses Event verkauft, da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil Spaß gemacht hat es mir. So gesehen ist es eine Unterhaltungssendung. Punkt. Ja? Und ich habe nicht, persönlich nicht den Eindruck gehabt, dass man da jemals so furchtbar viel Aufwand betrieben hätte, um den Eindruck zu erwecken, das sei die krasseste Survival-Show überhaupt. Das haben vielleicht andere darüber gesagt, die dann auch etwas zu sehr begeistert waren. Aber vom Meinecke selber, beziehungsweise vom Orga-Team oder sowas, habe ich das zumindest nicht gehört. Und ja, der See, an dem die da waren bei Staffel 1, der ist nicht weit weg vom nächsten Dorf. Luftlinie hinter Fritz waren wohl 1,5 Kilometer bis zur nächsten Pizzabude. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber das wäre alles überhaupt kein Problem gewesen, von da einfach wieder wegzulaufen, wenn man dann die Erlaubnis dafür gehabt hätte. Das Ganze hat also nicht in der krassesten Wildnis stattgefunden. Na und? Also man muss auch, wenn man Skandinavien kennt, ganz klar sagen, dass das vollkommen Schnurz ist, ob du jetzt an einem unbewohnten Abschnitt eines grundsätzlich bewohnten Sees, also mit einem Dorf dran oder kurz vor dem See zumindest ein Dorf, ob du da in einem unbewohnten Abschnitt hockst, solange du dich nur 500 Meter in jede Richtung bewegen darfst, ist dieser kleine Abschnitt schon abgelegen genug, da ist keiner, da gibt es bekanntermaßen wenig Ressourcen, wie wir jetzt wissen seit Staffel 1, und da kannst du schon mal 7 Tage lang
Survival-Training oder eine Survival-Übung oder ein Survival-Experiment oder wie auch immer man das nennen möchte, durchführen, weil reales Survival kannst du sowieso nicht inszenieren, weil das eigentlich nur dann eintritt, wenn du wirklich ohne jede Rettungskette in einem tatsächlichen Notfall mit einem wirklich realistischen Risiko da nicht mehr rauszukommen, in sich in so einem Szenario befindest. Alles andere ist Survival-Training, Experiment, Szenario zu Trainingszwecken, Survival-Lehrgang, was auch immer. Es gibt immer ein gewisses Maß an Rettungskette und immer noch eine gewisse Möglichkeit, da wieder rausgeholt zu werden. Das ist auch gut und richtig so. So, und dann kommt ja ein großer Teil der Unterhaltung dieses Formats, aus meiner Sicht zumindest, und das sehen offensichtlich viele anderen auch so, dadurch zustande, dass da eben nicht 7 Survival-Profis ausgesetzt werden. Wenn man das angucken will, kann man Alone schauen. Zum Beispiel, ja, das ist genau das, nur sind es 10 Profis und es sind 10 Gegenstände und es gibt keine Zeitbegrenzung. Die müssen da also monatelang draußen hocken, bis nur noch einer übrig ist. Der kriegt dann viel Geld. Ja, also es ist im Prinzip Seven vs. Wild in krass und Seven vs. Wild hat sich auch ganz eindeutig bei Alone inspirieren lassen und da sich das eine oder andere ziemlich viel sogar abgeguckt, aber ja, ist nicht geschützt, ergo darf man machen. Ja, ne? Und niemand muss es sich anschauen. Mich persönlich stört das alles gar nicht. Und auch die Authentizität jetzt dieser Insel. Hat ja keiner gesagt, es soll eine furchtbar einsame, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das mal gesagt wurde, dass es eine einsame Insel sein muss. Ich habe das jedenfalls nicht gehört. Es hieß nur Tropeninsel. Und ja, dass da Tiere gezeigt werden im Intro, die da gar nicht vorkommen. Ja. Details. Kann man furchtbar finden, wenn man da unbedingt das furchtbar finden möchte. Und wenn man Negatives an Survival, Seven vs. Wild finden möchte, dann findet man da auch Negatives, selbstverständlich. Oder eben, man hat da einfach ein bisschen Spaß mit, sieht es als das, was es ist, nämlich eine leichte Unterhaltungsveranstaltung. Das ist auch nicht die große Philosophie à la Kant oder sowas in die Richtung. Das ist einfach eine leichte Unterhaltung für mittwochs und samstags abends. Ende. Ja, mehr nicht. Und mehr muss man auch nicht draus machen. Und wenn man das nicht tut, dann kann man dem Ganzen meiner Meinung nach auch wunderbar verzeihen, dass da halt eben zu Werbezwecken vom krassesten und größten und tollsten und weitgehendsten und tödlichsten und was auch immer gesprochen wird. Ich denke, das ist sowieso jedem halbwegs rationalen Mensch klar, dass wenn da auf dieser Insel ein realistisches Risiko bestanden hätte, dass da ein Knossi, ein Sascha oder irgendjemand anders der unerfahrenen Leute, die übrigens viel besser performen, als man ihnen zugetraut hätte, also ihnen zumindest zugetraut hätte, ehrlich gesagt. Aber wenn da ein realistisches Risiko bestände, dass die das nicht überleben, das wäre doch Schrott. Ich meine, warum soll da jemand auf einer Insel ausgesetzt werden, damit er stirbt? Das will doch keiner. Ganz ehrlich, das will doch keiner. Also daher ist es doch gut, dass man da eine Insel nimmt, die schwierig genug ist, aber halt eben nicht wie jetzt irgendwo brasilianischer Tieflandregenwald oder sowas dich wirklich innerhalb von ein paar Stunden umbringen kann oder gar australischer Busch, wo dann 7 Milliarden Giftviecher unterwegs sind, von denen du keine Ahnung hast und das auch gar nicht wissen kannst, wo wirklich regelmäßig Leute ums Leben kommen, die da halt irgendwie reingeraten und dann keinen Plan von nix haben. Das hilft doch niemandem. Ja, da muss doch eine gewisse Garantie da sein, dass man da, oder zumindest eine halbwegs brauchbare Garantie da sein, dass man da lebend wieder nach Hause kommt. Daher kann ich also das wirklich nicht nachvollziehen, weshalb man sich da echauffieren muss, dass das Ganze eben nicht, keine Ahnung, realistisch genug wäre oder sowas. Ja? Dafür gibt es dann wirklich Alone, da sind es aber auch ausgebildete Leute, die da ausgesetzt werden und selbst die geben nach 1 oder 2 Tagen teilweise schon wieder auf, weil sie sich wundern, dass da auf einmal ein Wolfsrudel bei ihnen vor der Tür steht oder der Bär um ihr Lager schleicht und solche Sachen. Das ist dann auch wirklich gefährlich. Ja, das ist nochmal eine andere Nummer, aber für die Amis offensichtlich kein Problem, beziehungsweise sie haben ja auch gewisse Verteidigungsmöglichkeiten. Die haben Anti-Bear-Spray als Zusatzausrüstung, die haben Leuchtfackeln als Zusatzausrüstung, welche ich das sehr effizient ansehe, aber ja, ne, also da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Nur, ja, ich finde, man muss einfach aus Seven vs. Wild nicht mehr machen, als es ist und sobald man sich darauf einlässt, dass das einfach eine leichte Unterhaltungssendung ist, mit immer noch erheblich mehr Niveau als dieses unsägliche Dschungelcamp, wirklich erheblich mehr Niveau und das, was man sieht, tatsächlich auch so passiert ist, ich glaube nämlich schon, dass das absolut alles echt ist, was man da so weit sehen kann, dann ist das doch in Ordnung, ja, jedes Survival-Training ist immer irgendwie ein bisschen abgesichert, damit man da auch wieder nach Hause kommt.
Ansonsten macht das gar keinen Sinn. Wie willst du dich denn survival-technisch ausbilden, wenn jedes bisschen Survival-Training, das du machst, gleich eine echte Survival-Situation sein muss und du anfängst bei Null, dich gleich im australischen Outback aussetzen zu lassen, um zu lernen, wie man da überlebt. Aber du überlebst es gar nicht, das hilft dir ja nicht. Was soll der Blödsinn? Ja, also das, ich kapier's nicht. Ja, also wenn ihr konkreter formulieren wollt, was euch da so furchtbar stört und warum das so schlimm ist, dass Staffel 1 in der Nähe von einem Dorf stattgefunden hat und bei Staffel 2 die Insel bewohnt ist, die hat 10 Einwohner, ja, ständige, wahrscheinlich deutlich mehr, wenn noch Besucher da sind und Straßen da sind und Schiffchen drumherum fährt und Helikopter im Hintergrund ist. Aber daraus macht ja keiner ein Geheimnis. Ich weiß also beim besten Willen nicht, wo das Problem ist, dass es eine Rettungskette gibt. Zweiter Punkt. Was war's? Genau. Das Thema Reactions. Ich habe mich ja bei meinem ersten Beitrag ein bisschen darüber aufgeregt, dass es so viele Reactions zu dem Thema gibt und viele Leute fanden das dann schlimm, dass ich mich darüber aufgeregt habe, weil doch jeder eine Reaction machen darf, der da Lust zu hat. Darf er schon, es bringt halt nur niemandem weiter. Ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich spreche allen das Recht ab, eine Reaction zu machen. Das tue ich nicht. Aber ich sage trotzdem, dass das der Welt nicht weiterhilft. Ja, und das bringt auch YouTube insgesamt nicht weiter. Und deswegen bin ich kein großer Fan dieser Reaction-Pest, die ja bei verschiedensten Phänomenen auftritt. Die ist nicht nur bei Seven vs. Wild, sondern auch bei irgendwas weiß ich was. Weil, wenn man mit Reactions so viel einfacher Klicks generieren kann, als mit Original-Content, in dem man Arbeit stecken muss, zu dem man sich Gedanken machen muss, zu dem man sich vorbereiten muss und so weiter und so fort, dann wird es immer unattraktiver, irgendwas zu produzieren, worauf wer anders dann reagieren kann. Ja? Und irgendwann müssen dann alle auf einen Tannenzapfen, der an der Tanne hängt, reagieren, weil nichts anderes mehr gefilmt wurde, worauf man noch irgendwie reagieren kann. Oder Katze, die ihr Sahnenäpfchen ausschlägt. Oder was auch immer, weil keiner mehr Original-Content macht und man lieber nur noch auf denjenigen reagiert, der auf irgendwas reagiert und darauf reagiert, weil das dann viral gegangen ist, wie da Sarah Rümpeldümpel aus Pfuhlendorf war es, glaube ich. Ja, und das ist einfach als Trend Schrott. Ja, und offensichtlich muss es ja Menschen geben, die gerne anderen Leuten beim Gucken von irgendwas zuschauen. Ja, und das dann wichtig finden, was ihre großen Idole davon halten. Ich meine, damit macht Milliarden wahrscheinlich ein Unge zum Beispiel. Aber einfach wirklich nur noch wenige Minuten einen Kommentar zu einem bestehenden Werk, für das sich jemand viel, viel Mühe gegeben hat oder ein ganzes Team von Leuten, wie im Fall von Seven vs. Wild, viel, 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 viel Mühe gegeben hat. Das darf man nun wirklich nicht, ja, man braucht sich das ja nicht angucken. Aber mühsam war das definitiv. Ja? Und das muss man doch irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass ja, es jetzt irgendwie billig ist, wenn da jetzt jeder hingeht und sich einfach nur das Originalmaterial schnappt und du es dann bei deinem Lieblingsstreamer, warum auch immer, gucken kannst, statt bei Meinecke auf dem Kanal. Jetzt kann ich auch vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, ich will den Meinecke aber nicht unterstützen. Dann ist tatsächlich die konsequenteste Handlung, sich den ganzen Seven vs. Wild Krempel gar nicht anzugucken und weniger jetzt dann zu warten, bis dann zum Beispiel der Otto drauf reagiert hat und sich dann die Variante, wo der Otto drauf reagiert, nur zum Beispiel, nicht, dass der Otto besonders schlecht reagieren würde, gar nicht, sich dann stattdessen das anzugucken. Kann man machen. Ja, dann kriegt der Meinecke keinen Klick von einem, verdient da jetzt nicht direkt ein Geld dran, dafür aber der Otto, der einem möglicherweise sympathischer ist, nur mal so theoretisch. So, und letztendlich, was hat man jetzt damit erreicht? Man hat irgendwo ein Stück weit den Otto unterstützt, aber dadurch, dass derjenige, der letztendlich die ganzen Kosten von dem Ding zumindest mal theoretisch getragen hat, ich weiß ja nicht, wie viel der über Sponsoren und so weiter und so fort gelaufen ist, am Ende nichts mit dem Projekt verdient hat, sorgt dann nicht unbedingt zwingend oder weniger. Ja, er hat wohl dann genug mit verdient. Das ist jetzt gar nicht das Problem. Aber nur als Beispiel. Ja, es gibt noch andere Fälle. Jemand macht ein tolles Video. Das Originalvideo hat 30.000 Aufrufe. Dann reagiert Unge drauf. Unges Reaktion hat 3 Millionen Aufrufe. Von den 3 Millionen Aufrufe kriegt der Typ, der das sich die ganze Arbeit gemacht hat, keinen einzigen Cent. Und was hat er dann davon, jetzt sich die viele Arbeit gemacht zu haben? Nix. Hat er jetzt was davon, dass der Unge drauf reagiert hat? Nö. Weil nur weil du das Ding beim Unge guckst, heißt das ja noch lange nicht, dass du es hinterher nochmal unkommentiert, warum solltest du das tun, beim Original-Creator guckst. Ja, und das führt dazu, und das sehe ich als großes Problem an, der ich ja auch eben davon lebe, mein eigenes Zeug zu produzieren und nicht auf andere Leute Zeug einfach zu sagen, oh, das ist aber krass, sehe ich als Riesenproblem an, für die
insgesamt für die Kreativität auf der Plattform YouTube. Wa? Weil wirklich, du kannst viel mehr Geld mit viel weniger Arbeit durch Reactions verdienen als durch Original-Content. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, was ein Montana Black eigentlich macht, außer auf Zeugs reagieren, die berühmten Casino-Streams und ja hin und wieder mal irgendwelche, ich sag jetzt mal eher lapidaren Sachen streamen und halt eben ein besonderer Charakterkopf zu sein, das ist er ohne jeden Zweifel, den dann viele Leute interessant finden, weil er ein besonderer Charakterkopf ist. Ja? Charakterkopf meine ich jetzt nicht im Sinne von, er hat einen besonderen Kopf, sondern er ist schon ein Typ, der speziell ist, sicher polarisiert und ja, damit vielleicht insbesondere junge Leute anzieht, die ihm dann dabei zugucken, wie er cool ist, was auch immer. Ich stecke da nicht ganz dahinter. Ich hatte nie das große, ich bin da schon zu alt für wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich hatte nie irgendein Idol oder irgendjemand, von dessen Fan ich gewesen bin, was über ich lese, dem seine Bücher hinausgeht. Ich hätte auch nicht das, oder hör mir mal einen Vortrag von dem an. Klar, wenn es ein Mann ist, der Vorträge hält. Aber da hätte ich auch jetzt nicht wissen wollen, was zu jedem Ding, was das Leben irgendwie betrifft, brauche ich da nicht die Meinung von wem auch immer, um mir dann meine eigene Meinung nicht bilden zu können, sondern die Meinung von wem auch immer zu übernehmen. Das ist einfach auch so ein Trend, gerade bei jungen Leuten, der meiner Meinung nach wirklich völlig in die falsche Richtung geht. Mag sein, dass viele so charakterstark sind, dass sie sich das einfach nur zur Unterhaltung angucken, aber ganz viele werden sich da, das hat man ja schon immer getan als junger Mensch, ein Idol suchen und bei vielen Nasen, die da ihre Nase ins Internet halten, weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn sich da viele Leute dran orientieren und das irgendwie als Vorbild oder Beispiel nehmen und das dann super authentisch finden, wenn die Person dann zugibt, dass sie aber jahrelang Drogenmissbrauch betrieben hat und so weiter. Und jetzt ist das auf einmal cool, weil immerhin hat das zugegeben und damit ist er jetzt der große Held. Noch besser wäre vielleicht, wenn er es gar nicht erst gemacht hätte und das wäre dann vielleicht noch ein besseres Vorbild. Aber scheinbar ist es das größere Vorbild, jemandem nachzueifern, der zugibt, dass er Drogen missbraucht hat, als einfach nicht Drogen zu missbrauchen. Ich verstehe manchmal das wirklich nicht so ganz. Ja, aber ohne da irgendwie jemand Konkretes beleidigen zu wollen, das sind ja letztendlich auch alles irgendwo meine Kollegen, weil ich ja auch meine Fratze auf diese Plattform vor die Kamera halte. Nur, ja, also dieser Trend zu Reaction insgesamt. Eine Reaction im Sinne von, du klaust 90 bis 100% des Contents von jemand anderen und fügst wenige Kommentare dazu. Das ist wirklich eine Unsitte. Davon abgesehen sollte das eigentlich nach Urheberrecht eigentlich auch gar nicht möglich sein, beziehungsweise verboten sein. Ist es auch. Es klagt nur selten wer. Noch nie vorgekommen, weil man dann doch irgendwie erstens keinen Shitstorm haben möchte. Wenn man zum Beispiel von einem großen Mensch, großen Streamer reacted wird sozusagen, dann will man sich wohl kaum mit dem seinem Gefolge, Speichelleckern, Fußvolk, wie auch immer man das dann nennen möchte, anlegen, aus Sicht desjenigen, der sich dann möglicherweise darüber beschwert. Ne? Jeder, der irgendwie seine Fratze in Social Media hält, braucht ja seine Follower. Und Follower sind heilig, mir auch, ne? Keine Frage. Aber ja, es ist halt eben nun mal einfach so, dass du zu den ganz Großen quasi nichts Negatives sagen kannst, sonst schicken die eben ihre, insbesondere ihre jüngeren Zuschauer vorbei, die dann eben mobartig über deinen Kanal herfallen, was du als kleiner Kanal möglicherweise überhaupt nicht überlebst und mit dem ganzen Stress und Druck und den 7 Milliarden bösen Mails nicht umgehen kannst. Ist mir nie passiert. Mir reichen die paar bösen Kommentare, die ich pro Monat kriege, das sind nicht viele, aber die reichen mir schon. Das ist wirklich das Pensum, das mich jetzt noch nicht sonderlich aufregt, aber ich will auch echt nicht, dass das mehr wird. Ja? Drum würde ich den Teufel tun, jetzt zu sagen, dass, ja, keine Ahnung, da habe ich es ja eigentlich gesagt. Aber ich würde niemanden persönlich dafür jetzt angreifen wollen, dass das bei dem besonders schlimm wäre und so weiter und so fort. Ja. Und darauf läuft es mir hinaus. Da, und drum nochmal eben die Klarstellung, weshalb ich Reactions, klassische Reactions im Sinne von, das läuft das Originalvideo durch und du sagst, oh, ich habe auch schon mal Eier gegen die Wand geworfen, das war lustig, als entsprechenden Kommentar. Sowas hilft meiner Meinung nach der Plattform YouTube überhaupt nicht weiter, unserer Medienlandschaft nicht weiter, unserer Gesellschaft nicht weiter und führt zur allgemeinen Verdummung, schlicht und ergreifend. Na? So, und deswegen lege ich größten Wert darauf, dass das, was ich hier zu Seven vs. Wild mache, nicht eine Reaction ist,
Wir gucken uns nicht nochmal den geklauten Original-Content an. Ja? Ich klaue nicht die Arbeit der Macher von Seven Brothers Wild, indem ich die bei mir nochmal ausstrahle, um nochmal dann quasi eben jetzt aber auf einmal das Geld dafür zu kassieren, dass die ganze Mühe und die ganzen Kosten für die Produktion des Ganzen hatten. Und ich mache mir meine eigenen Gedanken und liefere Informationen, die ihr so im Originalvideo definitiv nicht bekommt. Und es ist mir auch immer wichtig bei meinen Kommentaren, dass mein Kommentaranteil, mein geistiges Eigentum, mein Content, das Zeug, was nur ich erzählen kann, weil nur ich das möglicherweise weiß, da will ich jetzt nicht behaupten, dass nur ich das weiß, aber jedenfalls kann nur ich es so erklären, wie ich es erkläre. Und manche Leute wissen es ja tatsächlich vielleicht nicht, ne? Das wisst ihr selber, dass da hin und wieder mal das eine oder andere Neue dabei ist, bei dem, was ihr bei mir so lernen könnt. Jedenfalls, wenn ihr jetzt nicht jetzt zum ersten Mal nicht einschaltet, sondern schon länger dabei seid, dann habt ihr das vielleicht schon mal festgestellt, dass die eine oder andere sinnvolle Sachinformation hin und wieder dabei gewesen ist. Ja, und deswegen tut es mir wirklich weh, wenn ich mit diesem, ich reagiere da einfach drauf, obwohl ich nichts zu sagen habe, Zeug verglichen werde. So, und jetzt müssen wir nochmal ganz deutlich differenzieren. Eine Reaction eines Teilnehmers, der da dabei war, das hat natürlich seine Berechtigung, ja? Weil der hat da ja wirklich was dazu zu sagen, der war ja da, der kann ja also irgendwelche sinnvollen Ergänzungen liefern. Wie viele er davon bringt, während das Ding nochmal durchläuft, das ist seine Sache letztendlich. Ja, und ich finde da Beiträge vom Otto oder vom zum Beispiel jetzt besser, relativ gut, insbesondere, weil der halt eben noch so ein paar aus seiner Ausbildung und von seinem Survival-Hintergrund und so weiter hier und da nochmal ganz interessante Details zum Beispiel noch dazu sagt. Jetzt habe ich längst nicht von jedem eine Reaction geguckt, ich habe zum Beispiel noch gar keine von der Nova gesehen. Ist nicht böse gemeint, hat sich einfach nicht ergeben. Nicht, weil ich die Nova nicht mag oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern hat sich einfach nicht ergeben. Und weil ich nicht 17 Reactions, jedes Mal nochmal das Originalmaterial von jedem gucken möchte, die dann auch jedes Mal 2 Stunden dauern, weil ja nochmal die 90 Minuten Originalmaterial dabei durchlaufen müssen. Ja? Dabei haben sie eigentlich nur für 20 Minuten was zu sagen oder für 30 Minuten von mir aus. Und drum finde ich nach wie vor eben diese Form des Kommentars was ganz, 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 ganz anderes, weil insbesondere, wenn man das Originalmedium ja sowieso bekannt ist, dann sollte man auch als halbwegs intelligenter Mensch in der Lage sein, selbst bei 90 Minuten langem Originalmedium die Quintessenz dessen, was man da rausgezogen hat, was einen interessiert hat und grob wer was wie so ungefähr gemacht hat, in der Lage sein, sich hinterher zu merken und dann diese gemerkte Information in das mit dem in Verbindung zu bringen, was ich jetzt gleich dazu zum Beispiel sagen werde. Ja? Ohne dass dann nochmal die ganze Szene durchlaufen muss, weil ich eure Intelligenz nicht beleidigen möchte, weil ich euch eben zutraue zu wissen, was da passiert ist, weil ihr es gesehen habt und nicht die Aufmerksamkeitsspanne eines Grashalms habt. Ja? So. Und nochmal, also ich halte Reaction-Videos, wenn sie nicht wohl begründet sind, im Regelfall für beschissen, weil sie die Kreativität von YouTube kaputt machen und einfach viel zu billiger Content sind, plus die Kreativität des Original-Creators erstens beleidigen, zweitens ihm Content klauen, drittens ihm Geld klauen und ja, viertens einfach blöd sind. So, letzteres ist kein Sachargument. Gut, aber das war mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, unbedingt sagen zu wollen. Ich blende euch irgendwie mal am Anfang ein, bis wohin ihr vorspulen könnt, wenn ihr das ganze Zeug nicht hören wollt. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zur Sache und es wird irgendwann duster werden. Das heißt, das Bild wird noch beschissen, aber ich mache ja, wie gesagt, noch der ein oder andere Voice-Over-Gedöns zwischendrin und da ist das Bild dann wieder gut. Ja? Warum ist Sascha schlecht? Na, kann es der Baum gewesen sein? Weil es wurde wohl viel diskutiert im Internet, und das bin jetzt auch mehrfach gefragt worden, ob das sein könnte, dass sich denn da Sascha am Sandbüchsenbaum gepiekt hat, was er ja hat, das sagt er ja selber, dass er sich da bereits verletzt hat, und dann das Gift des Sandbüchsenbaumes quasi durch den Stachel, den der da hat, es müsste aber eigentlich ein Dorn, ja, es ist schon ein Dorn, der hat Dornen, nicht Stacheln, und jedenfalls dadurch dann irgendwie das Gift injiziert bekommen hat und deswegen geht es dem Sascha jetzt so schlecht. So, dazu muss man jetzt zunächst mal eine Sache sagen, selbst Mediziner, beziehungsweise gerade Mediziner lernen relativ schnell, dass man keine Ferndiagnose anstellt, zumindest nicht, wenn man nicht die Möglichkeit hat, noch 17 andere Sachen nachzufragen. Zum Beispiel, hast du dabei eine laufende Nase, hast du dabei häufigen Harn dran und musst du Granufink nehmen.
Was weiß ich, ne? Aber Ferndiagnose, wenn man keine weiteren Informationen hat, ist unprofessionell. Deswegen, ich bin ja noch nicht mal Mediziner, würde ich also mich auch nicht trauen. Was ich aber sagen kann, auf jeden Fall ist das dem Sascha definitiv bestimmt nicht wegen dem Gift vom Sandbüchsenbaum schlecht ist, weil das ist, diese Stacheln, die da dran hocken, beziehungsweise eigentlich sind es Dornen, ne? Dornen sind aus der Rinde herausgewachsen und ist eine Zweigmetamorphose. Eine Stachel ist eine in der Rinde drin sitzende Rindenwucherung, die quasi wirklich nicht weiter wachsen kann, wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat. Rosen haben Stacheln, keine Dornen. Ja, das ist also ein Unterschied. Während ein Dorn, wie gesagt, immer ein Stück Zweig ist, letztendlich, das sich spitz zugespitzt hat. So, und die Spitzen, die da auf dem Sandbüchsenbaum drauf sitzen, auf dem Stamm, das sind tatsächlich streng genommen Dornen. Das sind also alles quasi Zweigmetamorphosen, die da so eine Dorne bilden. Und jetzt ist das ein physiologisch durchaus großer Unterschied, weil da eine Dorne quasi ein Zweig ist, steht die in Verbindung mit dem Leitbündelsystem des gesamten Baums. Das heißt, jeder Zweig ist mit den Wasserleitungen und den Stoffleitungen, die so in der Pflanze zirkulieren, in Verbindung stehend, damit in den Zweig auch Zeug transportiert werden kann, beziehungsweise aus dem Zweig, so der dann Blätter hat und Photosynthese macht, zum Beispiel Zucker zurück Richtung Wurzel, Richtung Stamm, wohin auch immer es gebraucht wird, transportiert werden kann. So, und damit das funktioniert, muss ein Zweig also grundsätzlich immer mit dem zentralen Leitsystem des Baums, des Fernstreckentransportweges, wenn man so möchte, verbunden sein. So, und das trifft auch auf einen Dorn zu, weil ein Dorn ja eine Zweigmetamorphose ist. Ein Stachel hingegen, der sitzt einfach nur auf dem Zweig drauf und hat keine Verbindung zum Weiterleiten von irgendwas. Damit könnte es sein, ja, dass ein Dorn theoretisch auch durch den Zugang zum Saftfluss auch einen Zugang zum Milchsaftfluss hat. Und der Milchsaftfluss ist ja bei den Wolfsmilchgewächsen, zu denen der Sandbüchsenbaum gehört, ne? Da ist dann eben durch diesen Giftsaft eben ist theoretisch möglich, dass der auch in den Zweig bzw. Dorn hineinfließt und beim Abbrechen des Dorns da ein bisschen Milchsaft austritt. Jetzt könnte es also sein, dass der Sascha sich nicht nur an so einem relativ stabilen Dorn da gepiekt hat, sondern ihn dabei auch abgebrochen hat und dann direkt mit der sich eben angestochenen Wunde in Kontakt mit dem Milchsaft gekommen ist. So. Nehmen wir mal an, das wäre bei diesem winzigen Kratzer, den der Sascha da davon, also nicht, dass das nicht wehtut, ja, gar keine Frage, aber bei diesem kleinen Kratzer, den der Sascha da davon getragen hat, plus dem Abbrechen eines Dorns, plus einen winzig kurzen Kontakt mit diesem Milchsaft, dann wäre das hinten und vorne nicht in der Lage, irgendeinen nennenswerten Schaden auf systemischer Basis anzurichten, weil dieser Sascha nur aus Muskeln besteht. Ja, der ist total fit, der Kerl, das heißt, das ist völlig ziemlich, sehr, nahezu, fast unmöglich, dass es daran liegen kann. Ja, also davon, das kann eigentlich nicht. Im Übrigen haben diese Dornen auch nicht wie ein Schlangengiftzahn eine Möglichkeit, sobald man sich damit piekt, in dem Moment irgendwas zu injizieren. Das wäre auch dahingehend relativ blöde, weil dann müsste in jedem dieser Dornen, den die Pflanze hat, die ganze Zeit ein bisschen Milchsaft drin sein. Das würde zu einem außerordentlich hohen Menge an Milchsaft, die ständig verfügbar sein muss, führen und bei jeder noch so winzigen Verletzungen der Pflanze sofort Milchsaft austreten, Milchsaft verbraucht werden, Milchsaft nachproduziert werden. Auf gut Deutsch, der Baum hätte richtig, richtig Stress, wenn er ständig so viel Milchsaft bevorraten müsste. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wenn das Ding irgendwo verletzt wird, ein gewisses Maß an Milchsaft ist wirklich immer in den meisten Gewebeteilen vorhanden, nicht viel, ein kleines bisschen. Und wenn es zu einer Verletzung kommt, tritt da erstmal ein bisschen aus und dann wird noch jede Menge nachproduziert. Das heißt, wenn du da zum Beispiel einen Ast abschneidest, dann wird aus dem abgeschnittenen Ast, wenn du den in der Hand hast, hier schon so 2, 3 Tröpfchen von dem Zeug möglicherweise heraustropfen und der schon recht schnell so einen weißen Belag bilden von diesem weißlichen Milchsaft. Aber was erheblich länger passieren wird und wo erheblich mehr Milchsaft zum Tage kommen wird, ist die Schnittstelle, die sich noch am Baum befindet. Da kann dann nämlich eben zum Schutz vor demjenigen, der da gerade den Ast abgeschnitten, abgebissen, abgebrochen hat oder was auch immer hat, eben noch eine Menge Milchsaft nachgeliefert werden. Ja, und das liegt daran, dass der eben von innen nachgeliefert wird, bis die Wunde lang genug gemilchsaft wurde, dass die Chance besteht, dass da eigentlich jeder mögliche Feind, Eindringling, Pilz,
Virus, Bakterium ebenfalls von diesem Milchsaft gekillt ist. Das Gift ist nämlich nicht nur dafür da, Fressfeinde abzuhalten, sondern soll eben auch jeden, der es irgendwie unter die Rinde des Baumes schafft, nach Möglichkeit relativ schnell umbringen. Ja, was auch gut funktioniert. So giftige Pflanzen wie der Sandbüchsenbaum haben wenig natürliche Feinde. Antagonisten, sogenannte. Da übrigens auch noch ein Hinweis. Ich hatte irgendwo gesagt, Krokodile haben wenig natürliche Feinde oder so gut wie fast keine. Das stimmt, dass ein Nilpferd mal ein Krokodil tottrampelt. Das ist dann eine Verteidigungshandlung des Nilpferds. Das Nilpferd will das Krokodil ja nicht fressen. Das heißt, das ist dann kein natürlicher Feind oder ein Elefant, der mal ein Krokodil platttrampelt oder sonst wie. Die machen das nicht regelmäßig, die machen das nicht zum Spaß. Und nur weil man das mal gesehen hat, kommt das trotzdem nur sehr selten vor. Ja? Und ein Tierfilmer, der das mal irgendwo gefilmt hat, wird lange dafür gebraucht haben, um das mal irgendwo zu filmen. Und dann war es eine ziemliche Sensationsaufnahme, weil das bis zu diesem Zeitpunkt noch kaum jemand gesehen hatte, weil es halt nur mal selten passiert. Ja? Natürlicher Feind heißt jemand, der regelmäßig aktiv Jagd auf dieses Tier macht, dann ist es sein natürlicher Feind. Nicht ein Elefant, der sowieso alles niedertrampeln kann, weil er ein verdammter Elefant ist. Ja? Das ist also nichts Besonderes. Ein Elefant kann alles niedertrampeln. Absolut alles, wenn es dann da ist und wenn der Elefant da Bock zu hat. Die sind übrigens erheblich aggressiver, als man denkt. Insbesondere die Bullen, muss man vorsichtig sein. Das noch an der Stelle angemerkt. Ja, was kann stattdessen gewesen sein, was dem Sascha da zu schaffen macht? Ja, realistisch ist das Wasser, dass er halt eben doch ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem klaren, frischen, besten Süßwasser, was er da gefunden hat, hat. Es kann sein, es muss nicht sein. Was auch sein könnte von den Symptomen her, jetzt als Nichtmediziner und keine Ahnung haben, da per Ferndiagnose, was man ja nicht machen sollte, aber zumindest steht es auf der Liste möglicher Dinge, ist einfach eine Hitzeerschöpfung. Ja, also noch längst kein Hitzschlag oder sowas in die Richtung, sondern einfach von der Hitze erste Symptome, dass er wirklich müde ist, dass ihm die Kraft ausgeht, dass ihm die Hitze zu schaffen macht. Zumal ja noch da dazu kommt, dass die ganzen Muggis vom Sascha ja auch nochmal Energie brauchen beziehungsweise Energie erzeugen, sobald er sie benutzt, was er ja tut, und damit dann noch mehr Hitze erzeugt wird. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Gute in der Sonne, in der ja mehr oder weniger in der prallen Sonne, wo er ja auch die meiste Zeit rumrennt, oder sieht zumindest so aus, dann recht schnell durchaus mögliche Symptome von eben Hitzeerschöpfung, Hitzschlag, im schlimmsten Fall, oder sowas in diese Richtung bekommen könnte. Ja? Also das kann auch sein, nur damit wir das mal kurz geklärt haben. Aber nein, der Baum injiziert bei Verletzung an seinen Stacheln nicht sein Gift. Das passiert nicht. Und wenn doch, dann eben nur über die Stachel ist abgebrochen und hinterher hast du mit der Rübe noch im austretenden Milchsaft, mit der Wunde in der austretenden Milchsaftgeschichte gerührt. Dann ja. So, dann ist inzwischen aufgetreten die gute Sandmücke. Ja, zur Sandmücke habe ich bisher noch wenig gesagt und ich bin auch oft in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, dass man sich vom Strand besser fernhalten soll, wegen eben Sandmücken und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich zur Sandmücke mal ein wenig recherchiert. Die hat vor allen Dingen der Fritz wahrgenommen. Das ist im Prinzip eine Fruchtfliege, so von der Größe her, und fliegt die ganze Zeit um dich rum. Das Fiese bei denen ist häufig, dass die gar nicht so sehr stechend wahrgenommen werden und man eine Weile braucht, um zu realisieren, dass das, was jetzt gerade anfängt zu jucken, Stiche, beziehungsweise eigentlich sind es Bisse, komme ich gleich zu, von der Sandmücke ist oder von Sandmücken, da gibt es viele verschiedene, die da in Frage kommen, weil eben die eigentlich erstmal gar nicht so furchtbar und aggressiv um einen, mehr so eine Wolke um einen herum bilden und man gar nicht mitbekommt, dass sie auf einen drauf fliegen und so weiter, weil die auch so winzig sind, dass man sie auf der Haut kaum bemerkt. Anders als eine Stechmücke, wenn du halbwegs sensible Haut hast, merkst du ja, dass eine Stechmücke auf dir drauf hockt. Das kitzelt ein bisschen und dann kannst du meistens draufhauen, bevor sie dich sticht, oder jedenfalls oft. Ja, meistens ist eine andere Frage. So, und das ist bei der Sandmücke halt anders, weil die eben wirklich, wirklich, wirklich klein sind. Die haben so 2 bis 4 Millimeter, sowas um den Dreh, soll wohl auch welche mit 1,5 Millimetern geben, also so ganz, ganz, ganz kleine. So, und was machen die dann, wenn die auf einem landen? Na, die ritzen die Haut. Ja, also die haben da extra so ein Ritzmesserchen im Mundwerkzeug Assortiment und können dann da eben einmal einritzen und lecken dann einfach das austretende Blut auf, beziehungsweise saugen das austretende Blut auf. Die haben also keinen Stachel, mit dem sie tief in dich reinbohren können, um dann da eben anzudocken und schön leer zu pumpen, sondern die müssen das aufschlecken, was halt zum Vorschein kommt. Weshalb sich das dann sehr schnell auch entzünden kann, weil es im Grunde Mini-Schnittwunden
vorhanden sind. Das entzündet sich deutlich schneller als das Bohrloch sozusagen, was die Stechmücke hinterlässt, weil die Oberfläche der verletzten Haut ist tatsächlich bei dieser deutlich kleineren Sandmücke größer, als das bei der Stechmücke mit dem einen punktuellen Einstich der Fall ist, obwohl das ein viel, viel größeres Tier ist im Grunde. Ja? Und selbst wenn sie gerade keine Krankheiten übertragen, was sie je nachdem, in welchem Teil der Tropen man sich befindet, sehr wohl tun. Ja, auf Panama tun sie es zum Beispiel nicht. Das ist auch mal ein Grund, weshalb Panama eine gute Idee ist für irgendwelche Survival-Experimente auf einer tropischen Insel. Jedenfalls, selbst dann hast du eine kleine Mikroschnittwunde und da können jetzt jede Menge Bakterien, Viren und so weiter und so fort reinkommen, die sich sowieso schon auf deiner Haut befinden. Die müssen einfach nur nebendran gesessen sein und es dann schaffen, sich einen Mikrometer weit zu bewegen oder noch weniger, je nachdem, wie nah dran die da gesessen sind. Und schwuppdiwupp sind die drin und schwuppdiwupp gibt es eine Entzündung. Und wenn du dich dann noch wunderbar kratzt und die ganzen Keime, die man dann noch an den Pfoten hat, da auch noch mit in die Wunde reinreibst, was man dann logischerweise tut, was nachvollziehbar ist, was ich auch machen würde, dann kann sich das ganz schnell ganz viel entzünden, weshalb diese Sandmücken als große Plage in den Lebensräumen, wo sie vorkommen, angesehen werden. Aber ich habe keinerlei Anzeichen dafür gefunden, außer Hörensagen, dass die besonders darauf angewiesen sind, auf dem Sand, im Sand oder am Sand vorzukommen. Im Gegenteil, die brauchen für das Eierlegen feuchte, mit gärenden Blättern ausgestattete Rückzugsorte und die findet man jetzt direkt auf dem Sandstrand jetzt so gar nicht. Als ein Insekt, das nicht in der Lage ist, seinen Körper Flüssigkeitshaushalt nennenswert zu regulieren, also ein bisschen schon, muss es auch regelmäßig zurück in feuchtere Umgebungen, um einfach Körperfeuchtigkeit quasi wieder aufzutanken. Wenn es ständig auf dem Sand unterwegs wäre und überm Sand unterwegs wäre, wo die Sonne so richtig schön hinbrutzelt, dann würde es auf die Dauer auch ein Problem der Sandfliege. Deswegen gibt es eben die Theorie unter meinen Biologenkollegen, dass die Sandfliege zwar Mücke ist der korrekte Begriff, ja, es ist eine Mücke. Ja, biologisch ist es eine Mücke, Sandfliege ist also falsch, es ist keine Fliege, sondern eine Mücke. Und man kann sie trotzdem Sandfliege als Trivialname natürlich nennen. So, und dass die eher deswegen als Sandbewohner angesehen werden, weil halt die meisten Leute auf einer tropischen Insel am Sandstrand rumhocken und dann werden sie halt am Sandstrand gestochen und nicht mitten im Gebüsch, weil da keiner ist, schlicht und ergreifend. Das heißt aber nicht, dass mitten im Gebüsch nicht auch eine Sandmücke vorkommt, beziehungsweise die Sandmücke nur und ausschließlich am Strand vorkommt. Und tatsächlich ist es eben so, dass man durch die Reproduktionsart und Weise Eier legen an irgendeinem Punkt, wo langsam vor sich hin vergärende Pflanzenmasse sich befindet und sich die Larven der Sandmücke dann eben auch von Pflanzensäften ernähren, insbesondere von vergärenden, vor sich hin verrottenden Pflanzen, dann ergibt das vollkommen Sinn, dass die sich nicht ständig am Strand aufhält. Das heißt, ein sich selbst am Strand aufhalten und dann Angst zu haben, dass man da besonders viel von diesen Mücken heimt, gesucht wird. Das muss nicht unbedingt so sein. Das kann mal so sein, dass man am Strand schneller gefunden wird, weil da die Abwesenheit alles anderen Lebens eben dazu führt, oder zumindest von viel größerem anderen Leben dazu führt, dass man das einzige Opfer weit und breit ist und man dann auch schnell ausgemacht wird. Wie andere Mücken auch, detektiert einen die Sandmücke über den Ausstoß von CO2, was wir einfach ausatmen. Das heißt, die kann uns quasi an unserer Ausatemluft bemerken. Und wenn, wie gesagt, um uns herum kein anderer ist, der CO2 produziert, dann sind wir das geneigte Opfer, das sich halt eben auf dem Strand befindet. Dann ist auf dem Strand auch häufig hell, häufig schön ordentlich warm. Das begünstigt dann wiederum die Fluggeschwindigkeit bzw. den Entwicklungszyklus dieser Fliege. Und kurz nachdem die Blut geleckt hat bei uns, kann sie dann quasi in der Sonne sofort bereits anfangen, quasi ihre Eier auszubrüten zu lassen bzw. ihre Eier zu bilden, weil dafür ist die Blutmahlzeit da. Die weiblichen Fliegen sind also die, die beißen. Die männlichen sind vollkommen harmlos. Die ernähren sich auch wieder nur von Pflanzensäften. Die Weiblein haben gerne eine Blutmahlzeit, sind darauf interessanterweise aber gar nicht angewiesen. Die ist also fakultativ, nicht obligatorisch. Um zwei schlaue Worte zu verwenden. Fakultativ heißt, kann man machen, kann passieren, ist vielleicht auch ganz gut so, muss aber nicht sein. Obligatorisch muss sein.
Ja, dann geht es nicht ohne. Und hier ist Eierlegen eben im Zweifelsfall auch ohne die vorherige Blutmahlzeit möglich. Aber die Viecher leben ungefähr 30 Tage und in diesen 30 Tagen, also als Imago, die Weiblein, können sie im Prinzip ganz oft Eier legen, wenn sie dann ganz oft eine Blutmahlzeit in diesen 30 Tagen hatten. Und dann legen sie jedes Mal bis zu 100 Eier und dann vermehren die sich durchaus relativ flott. Sind also schon ziemliche Plagegeister. Ich hatte persönlich noch nie das Vergnügen mit denen, aber ja, klingt jetzt nicht so lustig. So, und dann wäre jetzt noch die Frage, was hilft gegen die Viecher? Naja, ganz simpel, alles, was auch gegen Stechmücke hilft. Also im Grunde ein sehr engmaschiges Mückennetz, muss dann halt schon so ein richtig gutes sein, zum Beispiel die von Hilleberg, da würden die nicht durchkommen, nur so als Beispiel. Oder Icaridin und, wie heißt's? Diclofenac ist was anderes. Naja, also die gängigen, fällt mir jetzt gerade ums Verrecken der Name nicht ein von dem anderen, aber die gängigen zwei typischen Mückenvertreibungsmittel, die für tropische Länder empfohlen werden, das sind genau zwei und die funktionieren auch beide. Ach, wie heißt denn das andere? Na, schade. Ja, manchmal habe ich einen Aussetzer. Ich schreibe es euch unten hin. Ich habe übrigens Schnupfen, tut mir leid, wenn das hin und wieder mal ein störendes Geräusch gibt. Ich kann sie leider nicht alle rausschneiden. Ich bitte das zu entschuldigen oder gegebenenfalls dann einfach nicht mehr zuzugucken oder zuzuhören. Ja, das wäre zur Sandmücke gewesen. Dann wollte ich noch kurz darauf hinweisen, weil das auch der ein oder andere Teilnehmer feststellt und uns das in Mitteleuropa vielleicht gar nicht so klar ist. Je näher man dem Äquator kommt, desto ausgeglichener wird die Zeit zwischen Tag und Nacht. Ja, bei uns ist ja bekanntlich die Nacht im Sommer eine eher kurze Angelegenheit und der Tag ist deutlich länger als die Nacht. Wenn man noch weiter nach Norden geht, wird das noch krasser. Da ist dann Tag irgendwann 22 Stunden und Nacht noch zwei, gefühlt. Beziehungsweise wenn man noch weiter nach Norden geht, ist dann irgendwann gar keine Nacht mehr im Sommer. Im Winter umgekehrte Verhältnisse, das heißt, die Sonne geht gar nicht auf, beziehungsweise nur sehr kurz und es ist 23 Stunden am Tage Nacht und nur eine Stunde mal ganz kurz, um ein bisschen was von Sonne zu erkennen. Und ja, selbst in Norddeutschland, wenn man da ja jetzt zum Beispiel jetzt dann bald noch ein paar Wochen, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich die längste Nacht erreicht. Weiß nicht gar nicht, wann das genau ist, aber ich meine irgendwann tatsächlich im Dezember. Durch die blöde Zeitumstellungsgeschichte kommt dann noch dazu, dass sich der Sonnenuntergang ja immer weiter früher in den Tag verlagert, weil die doofe Winterzeit doof ist, meiner Meinung nach, aber egal. Jedenfalls, ja, ist das am Äquator anders und diese jahreszeitliche Schwankung von längerer Nacht oder kürzerer Nacht findet da kaum statt. Je weiter man vom Äquator weg ist, desto mehr gibt es das dann doch noch ein bisschen, aber da wir doch sehr nah am Äquator dran sind mit unserer Insel, auf der wir uns gedanklich befinden, dann kann man da schon davon ausgehen, dass die Nacht wahrscheinlich etwa 12 Stunden haben wird und der Tag nämlich auch. Und das führt dazu, dass die Teilnehmer auch die Nacht als relativ lang empfunden haben und die Dämmerung ist auch eine sehr, sehr kurze Angelegenheit am Äquator. Das ist also nicht so ein, ja, jetzt wird es langsam duster und während ich hier labere, ist das ja die ganze Zeit der Fall, dass es langsam dusterer wird und irgendwann ist es dann halt ganz duster, aber das ist ein Prozess, der sich lange hinzieht, kann eine Stunde dauern, die ganze Dämmerungsgeschichte bei uns. Ne? Man beginnt, man merkt, dass es losgeht, dunkler zu werden, bis es ist dunkel, das geht ja schon gut eine Stunde, würde ich behaupten wollen. Je nachdem, wie man dunkel definiert und wie man es geht los definiert. Ja. Aber das ist eben am Äquator anders. Das muss man wissen, weil es häufig schwierig sein kann, das berichten viele Tropenreisende, rauszufinden, wie spät es eigentlich ist am Tag, wenn man keinen direkten Kontakt zur Sonne hat oder auch keine Uhr besitzt und so weiter. Und dann eigentlich mehr oder weniger von der Dunkelheit ziemlich schlagartig über Nacht überrascht wird. Weil in dem Moment, wo du die Dämmerung wahrnimmst, hast du auch gerade mal noch 20 Minuten, bis es auch tatsächlich stockduster ist. Je nach Region. Also hier zum Beispiel auf Panama ist es schon ein bisschen länger. Es gibt auch tropische Ecken, da geht das halt noch mal schneller. Wie gesagt, je nachdem, wie nah man am Äquator ist und ob Nord- oder Südhalbkugel spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Das weiß ich aber gerade nicht auswendig. So.
Punkt, Feuer machen. Erstens, herzlichen Glückwunsch an den Knossi. Nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass er das mitbekommt, dass ich ihm jetzt gratuliere, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch für das erste Feuer auf der Insel. Zumindest wurde es ja so inszeniert. Ich glaube aber schon, dass das tatsächlich der erste war, der Feuer gemacht hat. Großes Glück war natürlich der Zunder, den der Knossi da gefunden hat. Das ist Material vom Austrieb eines Palmblattes, was dann am Palmsockel sozusagen zurückbleibt, also am Palmstamm natürlich, Sockel. Und das ist deswegen ein hervorragender Zunder, weil das auch in der Regenzeit was ist, was vergleichsweise lange und sehr gut trocken bleibt, denn direkt da oben drüber geht ja die Palme weiter und im Herzen der Palme, wo sämtliche Blätter eben aus dem Palmstamm rauskommen, da sind die so dicht, dass die Chance, dass Wasser an der Palme herunterläuft, direkt am Stamm, sehr, sehr, sehr gering ist. Ja, und wenn man dann dieses Ding ein bisschen weiter oben pflückt und die Palme selbst sowieso nur noch einen Meter höher ist, dann gibt es da also eine relativ große Stelle im oberen Bereich einer jungen Palme, an der wahrscheinlich nie nennenswert Regen ankommt. Und da das gleichzeitig die Stelle ist, an der die neuen, jetzt gerade aktuellen Blätter, wenn sie dann abfallen, ja, dann so einen Lappen hinterlassen, wie dieses Zeug, was der Knossi als Zunder genutzt hat, dann ist das tatsächlich so mit einer der besten Zundermaterialien, die man auf der Insel wahrscheinlich so finden wird. Neben, wenn man sie dann findet, und das ist auch ein Unterschied, ob man sich gerade in der Regenzeit befindet oder eben in der Trockenzeit, wie das der Fall war, ist das der McElroy, der Survival Instructor, den sie da fürs Making-of, fürs Behind-the-Scenes mal am Start hatten. Der macht das ja auch alles klasse, gar keine Frage. Ja? Will ich überhaupt nicht protestieren. Aber dass da Feuer bohren und auch noch der Hand-Drill funktioniert hat, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in der Trockenzeit gewesen ist. Das ist schon nicht so einfach. In der Regenzeit muss man sich da schon ein bisschen mehr Mühe geben. Und ich behaupte, dass auch ein Profi da dann, nicht, dass er es nicht kann, aber da dann ein bisschen länger braucht und sich ein bisschen mehr Mühe geben muss, sage ich jetzt mal zumindest. Ja? Und ja, daher hat der Knossi da vielleicht auch einfach ein Stück weit Glück gehabt. Glück gehört auch immer dazu, muss man haben. Da eben als erster diesen Zunder gefunden zu haben. Und dass diesen Zunder zum Beispiel der Joris nicht gefunden hat, könnte auch ein gutes Indiz dafür sein, weshalb der bisher nicht geschafft hat, ein Feuerle anzuzünden, soweit wir wissen. Ja, ich glaube, außer Sabrina und Knossi hat noch keiner Feuer gemacht. Oder Nova hat es auch noch nicht hinbekommen, Sascha auch nicht. Der hat ja eh nur seine Machete momentan noch, weil er ja der Meinung war, alles andere wegpacken zu wollen. Respektabel, absolut, kann man so machen. Und ja. Also so viel zum Thema Feuer. Also ich wollte einfach nur mal einordnen, was das eigentlich für ein Zunder ist. Und ansonsten, wenn man sich jetzt wundert, dass die da alle kein Feuer in Gang kriegen, das habe ich auch bei meinem ganzen Vorbesprechungskrempel, bevor Seven vs. Wild überhaupt losgegangen ist, auch nochmal häufiger angemerkt gehabt. Es ist verflucht nochmal nicht einfach, in dieser Landschaft ein Feuer anzubekommen, schon gar nicht in der Regenzeit. Jetzt hat es bisher noch nicht so viel geregnet. In der aktuellsten Folge, ich glaube, das ist die 5., da regnet es jetzt mal ordentlich. Und so ein ordentlicher Tropenregen, der macht halt schon mal gleich alles richtig, richtig schön nass. Dazu kommt dann noch die ständig sowieso hohe Luftfeuchtigkeit, weshalb Dinge, die du nicht in die pralle Sonne hängen kannst, wenn die dann mal da ist, sehr lange brauchen, bis sie trocknen. Im Schatten geht das wirklich lange, weil sich da die ganze Luftfeuchtigkeit hält. Lange bis gar nicht. Viele Materialien werden über die Regenzeit überhaupt nicht trocknen, auf gut Deutsch. Ja, und dann eignet sich das natürlich auch alles nicht als Zunder. Und wenn man dann eben doch den Feuerstil mitgenommen hat, so wie alle, und nicht die Dose mit den Streichhölzern, wie ich es wahrscheinlich gemacht hätte, dann hat man da Schwierigkeiten, weil man mit dem Firestyle wirklich nur sehr trockene Dinge entzünden kann. Trotzdem hast du auf deinem Plätzchen jetzt nicht die Möglichkeit, diesen tollen Palmblattaustriebs- bzw. Abfallzunder, ich weiß nicht, wie man das Ding botanisch korrekt nennt, ja, das ist ein Nebenblatt im Grunde, aber egal, ja, eine Nebenblattschuppe, wenn man so möchte. Jedenfalls, wenn du das nicht findest, dann wäre noch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel Kokosnussfaser zu nehmen. Die wird im Zustand, wie man sie erstmal aus der Kokosnuss da rausholt, so erstmal wahrscheinlich nicht besonders brennbar sein. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, womit Sabrina ihr Feuer angezündet hat. Sabrina hat ja als erste ein richtig
brauchbares, schönes, großes Feuer gemacht. Großen Respekt, ich davor habe. Und leider sehen wir ja nicht, wie es dazu gekommen ist, wie sie das genau angezündet, mit welchem Zunder und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schade, aber gut, wenn es nicht gefilmt wurde, dann wurde es halt nicht gefilmt. Will ich auch niemandem einen Vorwurf machen, ganz bestimmt nicht. Und ja, vielleicht hat sie Kokosnussfaser verwendet. Grundsätzlich brennt die doch erstaunlich gut, insbesondere wenn sie sehr, 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 sehr trocken ist. Ist sie nicht sehr, sehr, sehr trocken, müsste man sich dann einfach mal welche zusammensuchen und sie bei einer Gelegenheit, an der gerade die Sonne bollemäßig scheint, irgendwo hinlegen, wo sie möglichst schnell trocknen wird. Das könnte zum Beispiel ein basaltischer Stein, sprich ein schwarzer, sein, der sich sehr schnell in der Sonne aufheizt. Da großflächig die Faser drauflegen, solange die Sonne noch scheint, dann trocknet die auch schnell durch. Und wenn es dann so aussieht, als würde die Sonne jetzt verschwinden oder gar sich das Wetter verschlechtern, würde ich versuchen, just in diesem Moment, also nach dem möglichst langen Trockenzeitraum meines Zunders, den dann zu verwenden oder in die Hosentasche zu stecken, sofern ich mich selber trocken halten kann, falls die Möglichkeit besteht, weil ich einen Shelter habe oder wie der Otto zum Beispiel jetzt diese Halbhöhle gefunden habe oder sowas in die Richtung, dann könnte man da eben auch versuchen, den trockenen Zünder dann irgendwie zu versteckeln. Nur allzu lange einfach rumliegen lassen kann man den auch nicht, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit zieht trockenes Material schneller Wasser als nicht trockenes Material. Alles, was trocken ist, gibt sich besonders viel Mühe, nass zu werden. Osmose nennt man das im Wesentlichen. Und daher müsste man diesen Zunder dann auch recht schnell verwenden, um dann wirklich mal ein Feuer in Gang zu bekommen. Das wäre also so die Möglichkeit, wenn man keinen richtig, richtig tollen Zunder findet. Ja? Ich behaupte nicht, dass ich dann Feuer anbekommen hätte, jedenfalls nicht mit dem Firesteel, mit Streichhölzer mit Sicherheit. Darum hätte ich auch lieber Streichhölzer mitgenommen, weil das sind nur 7 Tage. Ich weiß nicht, wie viele Streichhölzer man mitnehmen durfte, 10 oder sowas. Und 3 Fehlversuche und ansonsten 1 Feuer pro Tag ist doch super. Ja, also hätte mir wahrscheinlich, wäre für mich die bessere Option definitiv gewesen. Normalerweise gilt bei Feuermachen, bei den Klimazonen, in denen ich bisher war, mit einem Streichholz, wenn du vorher alles gut vorbereitet hast, kriege ich eigentlich immer ein Feuer an. Und wie gesagt, nochmal drei extra Streichhölzer, wenn es 10 gewesen sind. Wenn es nur 7 waren, dann hast du halt am Tag 1 kein Feuer, war ja eh nicht unbedingt notwendig. Oder an irgendeinem anderen Tag kein Feuer. Dann würde ich tendenziell erst am Anfang das Feuer machen und gegen Ende kein Feuer mehr machen, weil ich gegen Ende, dann kannst du ja auch irgendwann den Notrufknopf drücken, ne? wenn du keinen Bock mehr hast. Aber jedenfalls hätte ich Streichhölzer wirklich für viel einfacher gehalten. Mit Streichhölzern hätte der Joris garantiert ein Feuer angehabt. Dann hätte nämlich sein nicht zünden wollender Zunder, der bestenfalls mal ein bisschen geglimmt hat, sehr wohl angefangen zu brennen. Mit einer offenen Flamme kriegst du den dann schon soweit erstmal ausgetrocknet durch die Flamme des Streichholzes, dass er dann Feuer fängt. Und in dem Moment, wenn man dann genügend Feuermachen geübt hat, sobald man eine Flamme hat, hat man im Grunde ein Feuer. So, zumindest sollte man im besten Fall auf diesem Level des Feuermachens sein, wenn man dann so ein Survival-Experiment angeht, beziehungsweise das dann vorher entsprechend trainiert haben. Aber das hat ja offensichtlich selbst der Knossi. Jetzt war sein Feuer nicht perfekt und das lief dann ja auch nicht besonders lange, weil er zu viel drum rumgerannt ist und ich habe Feuer gemacht, gebrüllt hat und sich zu sehr auf den Strand geschmissen hat und solche Späße. Ich kann die Freude nachempfinden, gar keine Frage, und ich war auch sehr, sehr überrascht und habe da auch gewisse Emotionen verspürt. Ne? Aber ja, hätte er sich einfach gleich von Anfang an mehr drum gekümmert, dann hätte das auch besser funktioniert und hätte es auch für mehr als eine Zigarette gereicht, die ihm dann auch von mir aus gegönnt sei. Ja? Darf ja jeder rauchen, der das möchte. Ist natürlich ungesund, aber geht mich nichts an. Dann habe ich aufgeschrieben, ich soll Gedanken zum Lagerbau mitteilen. Leider habe ich, nachdem ich das aufgeschrieben habe, dann auch nochmal dieses Behind-the-Scenes-Video mit dem Survival-Instructor-Mensch gesehen. Und der zeigt da ja kurz, wie man schnell mal eben ein Lager baut. Und dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, das dürfte so ziemlich die optimale Art und Weise sein, wie man auf dieser Insel mal eben kurz ein Lager errichtet. Es sei denn, man hat eine Höhle wie der Otto. Und ansonsten, was wir jetzt in der ganz aktuellen Folge, ich glaube die 5. eben, also die mit Fritz am Ende oder wie die heißt, was Sabrina da zusammenzimmert. Das sieht genau so aus, wie ich mir bestenfalls ein Lager hätte wünschen können, wenn ich es dann hätte bauen müssen. Ja, ich habe ja auch keine nennenswerten technischen Fähigkeiten, im Gegenteil. Aber das, was die Sabrina da baut, ist so aus dem, was man so lesen kann, zu, wie baue ich auf einer tropischen Insel ein Lager, ist das so ziemlich das Optimum. Ja? Da sie damit noch nicht so ganz weit fortgeschritten ist, ist kein Wunder, es fehlt halt
nun mal Energie in diesem Szenario, es ist verdammt heiß, kann ich absolut nachvollziehen, wäre mir wahrscheinlich ähnlich gegangen, aber ja, momentan ist da Sabrina so die Meisterin, wie ich finde, insbesondere da sie ja auch eben diese Technik zum Auseinanderreißen von Palmwedeln beherrscht und die dann auch richtig rum da anbringt und sogar noch welche geflochten hat, das findet man bei diversen Dokus von Leuten, die ganz lange auf einer einsamen Insel waren, was weiß ich, wie viele Tage, 100, keine Ahnung, oder noch länger, die haben sich dann irgendwann Dächer gebaut, eben aus ineinander geflochtenen Palmwedeln. Das gibt dann so eine richtig schöne Dachmatte sozusagen und das ist dann auch wirklich irgendwann wasserdicht. Und dass wir das überhaupt bei irgendeinem Teilnehmer zu sehen bekommen, überrascht mich. Das hätte sie wegen mir gerne noch länger in die Kamera halten können und nochmal zeigen, wie man das macht. Aber sehr cool, also tolle Leistung. Da hat sie offensichtlich ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, ganz offensichtlich sich das angelesen und sich damit auseinandergesetzt. Ich weiß von Sabrina auch, ich habe jetzt längst nicht alles, was sie zur Vorbereitung gemacht hat, gesehen. Aber ich weiß, dass sie immer mal wieder erwähnt hat, dass sie das beim Nähberg, oder sie hat zumindest mal den Nähberg gelesen. Und allein dafür gibt es 7834 Pluspunkte von mir. So, das zum Thema Lagerbau. Ach so, und übrigens, was der Sascha da baut. Es ist grob, zu groß, zu viel, aber andererseits sieht der Typ auch aus wie Herkules kleiner Bruder, mindestens mal, ja. Und ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwie wieder authentisch ist bzw. Sinn macht, da der Stämme durch die Gegend wuchten kann, die ich bestenfalls über den Boden schleifen könnte, wenn ich dann ein Seil zum Ziehen hätte. Ja, dann kann er es ja auch tun. Also, was für mich ja wirklich spannend war im Vorfeld, inwiefern ermöglicht die Statur eines Sascha, ihm Survival-Techniken anzuwenden, die man nicht anwenden kann, wenn man nicht der Sascha ist. Ja, also auf gut Deutsch schlicht und ergreifend rohe Kraft zur Verfügung zu haben. Und ein Beispiel, wie ich finde, ist, das ist hochspannend, wirklich hochspannend, ist erstens mal die übertriebene Größe seines Shelters und die Menge an Zeug, die er dafür zusammengekarrt hat. Die Menge ist vielleicht in Ordnung, ja, aber dann hätte ich deutlich. Ja, es ist einfach alles viel zu riesig. Ja, das Dach ist, das sind ja ewig lange Stämme, die dann nur ein ganz kleines Dach vorne rausragen, bilden. Und außerdem baut er das Ganze im Freien, anstatt dass er irgendwelche natürlichen Dächer, sprich die Baumkronen, irgendwie verwendet, um dann noch ein bisschen Zusatzschutz zu haben. Und ja, es ist sehr männlich, ja. Im Positiven wie Negativen. Und auch sehr cool war, wie der mit schierer Gewalt die Kokosnuss aufbekommt, indem er sie auf ein stumpfes Stück Holz klopft. Ja? Wir sehen auch wieder beim Survival Instructor, wie man das mit einem spitzen Holz macht, wo man dann die Nuss draufhaut und sie dann runterbricht und dann so die Nuss nach und nach aufbricht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wenn nicht, guckt es euch an. Der Sascha schafft im Prinzip dasselbe, indem er mit schierer, ja nicht übermenschliche, aber mit sehr großer Kraft, die ihm ja zur Verfügung steht, die Nuss einfach mit derart viel Schmackes auf ein stumpfes Holz haut, dass sie halt dann trotzdem irgendwann auf bzw. kaputt ist. Das ist schon sehr interessant, welche Möglichkeiten einem mit der Statur vom Sascha zur Verfügung stehen. Andererseits erwähnt er ja auch, dass er 3.000, 4.000 Kalorien am Tag braucht und ich vermute mal, das sind Kalorien, die er noch nicht mal, da hat er noch nicht mal was gearbeitet wahrscheinlich. Das ist das Ruhekalorien. Sind Grundumsatz. Ja, aber das wird er bestimmt irgendwo auf seinem eigenen Kanal sehr breit getreten haben, dieses Thema. Nicht, dass das nicht interessant wäre, weil ich persönlich bin jetzt kein Sohn. Ich sollte mehr tun in dieser Richtung, so wie jeder, fast jeder. Ne? Aber ja, ist ja nicht mein Fachgebiet. Sein schon. Ne? Das war Gedanken zum Lagerbau. Dann kommt jetzt ein Voice-Over-Teil zur Mumbi-Pflaume, so hieß sie, glaube ich, irgendwo. Sie heißt noch mal ein kleines bisschen anders. Ja, egal, das machen wir per Voice-Over. Kommt jetzt. Ein bisschen Tropenbotanik. Spondias dulca oder dulcis, glaube ich, wenn ich das richtig lese, ist das Ding hier. Das ist ein Beispiel für eine Mombin-Pflaume. Da gibt es diverse davon. Sie werden auch gern Balsampflaumen genannt. Balsampflaumen deswegen, weil sich hinter dem Fruchtfleisch, zwischen Fruchtfleisch und Kern, noch so eine, ja, tatsächlich fasrige Phase befindet. Und diese fasrige Phase, die
ja, ist wohl namensgebend gewesen, warum sich im Deutschen man sich da hat Balsampflaumen einfallen lassen. Ja, gehört zu den Sumachgewächsen, Familie Sumachgewächse. Und Sumach hat man vielleicht auch schon mal im Survival-Zusammenhang gehört. Viele Sumachgewächse werden auch derzeit untersucht, inwiefern die nicht eventuell eine Heilwirkung haben könnten. Ganz viele sind auch giftig und gerade wenn sie giftig sind, sind sie natürlich auch wieder interessant, ob das Gift nicht möglicherweise in geringer Dosis nicht eventuell heilsam sein könnte. Da wird also sehr viel geforscht und die haben meistens, nicht immer, aber meistens Blätter, die so ähnlich aussehen wie das, was wir hier im Bild sehen können. Für mitteleuropäische Baumexperten sieht das sehr stark nach Esche oder Walnuss oder Schwarznuss oder eine andere Nuss tatsächlich aus. Man könnte auch vermuten, da die Früchte hier Steinfrüchte sind und die Blätter so ein bisschen eschenartig bzw. walnussartig aussehen, dass da eine gewisse Verwandtschaft zu den Walnussgewächsen herrscht, herrscht aber leider nicht. Ja, wäre zu schön und wäre schön einfach gewesen und ist hier ein wunderbares Beispiel dafür, dass der äußere Schein eben sehr, sehr über die Verwandtschaftsbeziehungen trügen kann und hier auch ein gewisses Verletzungsrisiko bzw. Verwechslungsrisiko und damit auch ein Verletzungsrisiko, weil, wie gesagt, es gibt auch giftige Vertreter, einhergeht. Ja? Also, so viel erstmal zur grob zu den Sumachgewächsen und jetzt kommen wir zur Gattung Mombinpflaumen. Wie gesagt, eine sehen wir hier ja schon. Das sind insgesamt 10 Arten, also 10 unterschiedliche Mombinpflaumen. Alle davon sind ja quasi obstliefernd und sind alle essbar. Wenn wir also eine Mombinpflaume finden, ist es vollkommen wurscht, was für eine Mombinpflaume, die können wir zu Survival-Zwecken alle verwenden und sie unterscheiden sich, was die Plattform angeht, auch nur geringfügig innerhalb der Gattung. Heißt, wenn man sich dieses Bild hier jetzt mal so grob eingeprägt hat, deswegen ist das auch so lange zu sehen, ist das schon mal nicht so verkehrt. Übrigens der Blütenstand, das sind häufig so traubige Blütenstände, häufig, nicht immer, hier zum Beispiel sind so kleine Einzelblüten, die hier ja auch zu sehen sind. Ja, auf der Insel zu finden ist Spondias mombin. Hier trägt sie also auch den Mombin-Pflaumenbegriff im Lateinischen bzw. im wissenschaftlichen Namen. Und das ist so das beste Foto, was ich davon gefunden habe, was man verwenden darf. Wichtig, alle Mombin-Pflaumen sind Bäume. Das heißt, die sind minimal mal ein sehr großer Strauch, sollten aber normalerweise wirklich baumförmig wachsen. Daran kann man es also schon mal ganz gut von anderen Pflanzen unterscheiden. Und eben dazu diese Fiederblättrigkeit. Leider ist das bei sehr vielen Tropen- und Subtropenpflanzen der Fall, dass sie Fiederblätter aufweisen. Daher ist das nur ein sehr, sehr schlechter Indikator, aber hey, immerhin mal besser als nichts. Bei der Rinde kann man nichts Besonderes feststellen. Und ja, damit kann man sich dann eigentlich nur noch auf die Frucht verlassen, wenn man nämlich so einen Baum mit Früchten findet und an dem hängen jetzt diese Dinger hier schön dekorativ dran. Die sind so schätzungsweise etwa bis zu 6 cm, 4 bis 6 cm im Regelfall groß, können mal ein kleines bisschen größer werden, aber ja, eher selten der Fall und wurden eben auch häufig in der traditionellen Medizin verwendet, insbesondere gegen Durchfall und wieder mal Fieber gesenkend, zusammenziehend, astringierend, insbesondere die Rinde. Also falls man schon eine Mombinpflaume identifiziert hat, dann kann man sich ja sicher sein, dass auch die Rinde des entsprechenden Baumes richtig gefunden zu haben. Und eben gerade die Rinde, wenn die Fieber senken und astringierend und gegen Durchfall helfend sein soll, dann ist das zumindest mal etwas, was man sich merken sollte, gerade da ja Durchfall durchaus eine Krankheit sein kann, die häufiger in den Tropen stattfindet. Jetzt kann man zwar nicht beweisen, dass sie medizinische Wirkung hat, diese Rinde, lässt sich übrigens wunderbar zu einem Tee verarbeiten, wie jede Rinde, aber immerhin ist es mal ein bisschen was an Informationen. Es ist schwierig genug, als Mitteleuropäer Infos zu den sinnvollen Pflanzen des Dschungels zu bekommen. Auch ich habe da Schwierigkeiten, auch wenn ich mich da mit der Recherche ganz gut auskenne. Ja, also das nur nochmal am Rande angemerkt. Ja, bevor wir zur Frucht kommen, noch zwei wesentliche Infos. Ein tatsächlich noch sehr wichtiges Bestimmungsmerkmal, das Ding ist wechselgrün, sieht man hier. Also hier wird es gerade Herbst sozusagen, also Trockenzeit auf gut Deutsch. Und da kann es dann passieren, dass man eben den Baum sehr, sehr gut findet, weil er halt dann auf einmal gelbe Blätter bekommt, beziehungsweise später dann kahl ist. Auch bei den Übersichtsbildern der Insel, die wir in Folge 1 bei der Aussetzung gesehen haben, dürften also von den hohen Bäumen, die da so in der
der Landschaft rumstehen, durchaus der eine oder andere eine Mombenpflaume sein. Wie kommen die da übrigens hin? Die wurden angepflanzt. Ja, das ist also eine Kulturpflanze, die zwar irgendwo wilde Vorfahren haben muss, ist aber seit Jahrtausenden kultiviert worden. Und daher kann man auch davon ausgehen, dass die auf der Insel irgendwann mal angepflanzt worden sind, wie vieles auf der Insel einen gewissen Bezug zum Menschen hat und da wenig an vollkommener Urnatur vorhanden ist. Weil eben es ist eine Insel, denn die eine reiche Biodiversität hat, dann sind da eigentlich immer noch Sachen dabei, die Mensch mal mitgebracht hat, insbesondere wenn es sich um eine besiedelte Insel handelt, wie es hier ja sehr wohl der Fall ist. Da hat auch schon noch mehr drauf stattgefunden als nur ein Hotel, sondern da gab es bestimmt auch mal ein paar Siedler, die da ein bisschen Ackerbau oder halt eben Landwirtschaft oder sowas in diese Richtung betrieben haben. Ist aber schwer heutzutage rauszufinden. Gut, also Wechselgrün. Und dann wäre noch wichtig zu sagen, als Sumachgewächs ist das Ding verwandt mit dem sogenannten Gift-Efeu. Der Gift-Efeu hat übrigens nicht so viel mit unserem Efeu zu tun, muss man gleich dazu sagen. Und der Saft dieses Efeus kann bekanntermaßen allergische Reaktionen hervorrufen oder ist auch ansonsten nicht gut, selbst wenn man keine allergische Reaktion bekommt. Das gleiche gilt auch für diese Pflaume hier, wenn die nämlich tatsächlich angeschnitten wird und man nicht nur ein bisschen Rinde abkratzt für einen Rindentee, sondern wirklich tief schneidet, dann tritt da auch möglicherweise ein Saft aus dem Stamm aus, wie bei ganz vielen Pflanzen auf der Insel, das haben wir ja schon mehrfach gehört. Und auch hier ist dieser Saft nicht unbedingt gesund und kann Hautreizungen, Hautirritationen bis hin zu Entzündungen verursachen. Viel Fruchtfleisch ist an den Früchten dann gar nicht dran. Das heißt, die haben einen ziemlich großen Kern, so ein bisschen mit Mirabelle vergleichbar, wenn man da irgendeinen Vergleich haben möchte. Drum heißt sie ja auch, heißt das Ding ja auch Pflaume, eben weil auch da ein relativ großer Kern drin ist. Ne? Aber hat nichts mit unseren heimischen Pflaumen zu tun, gar nicht. Das heißt einfach nur so, weil man dem Ganzen einen Namen geben kann, mit dem man als Mitteleuropäer irgendwie was anfangen kann. Also der deutsche Name. Selbstverständlich hat die noch jede Menge unterschiedliche Namen, je nachdem auch wo auf der Welt man sich befindet. Ne? Jedenfalls, die reifen Früchte werden in diesem Zustand gerne auch mal verkauft, werden häufig auch zu Saft verarbeitet und ganz wichtig für den Survival-Fall, dass die leicht säuerlich schmecken, ist überhaupt kein Hindernis, sondern je nachdem, wie gelb sie sind, wird es weniger sauer, je nachdem, wie grün sie sind, wird es noch säuriger. Das ist ein Konservierungsmittel, ein ganz natürliches Konservierungsmittel, gerade weil eben so viele Bakterien, Mikroorganismen und andere Viecher in den Tropen unterwegs sind, ist es dann schlecht, wenn du Früchte hast, die sofort verderben bzw. sofort von jedem aufgefressen werden. Und für viele Tiere stellt die Säure der insbesondere noch grünen Früchte ein Hindernis dar. Das können sie dann nicht gut verdauen oder auch gar nicht verdauen. Und dann ist die Frucht einfach länger haltbar und hat eine längere Zeit und eine bessere Chance zu reifen. Wird dann immer süßer und immer weniger säuerlich, bis sie dann endgültig so reif ist, dass sie bitte gefressen werden soll mit Kern und der Kern dann irgendwo nach Möglichkeit eingeschleppt, ausgebreitet und damit verbreitet werden soll. Ne? Dass sie überhaupt so recht gut schmeckt, liegt einfach daran, dass es eine Kulturform ist. Die Wildform davon würde bestenfalls einigermaßen genießbar sein und auf keinen Fall lecker, wie die Dinger durchaus ja, für viele Leute sind. Ne? Und dann muss man noch dazu sagen, der Kern ist für Survival-Unternehmen außerordentlich hilfreich. Der enthält nämlich irgendwas so um die 32% Öl. Das bedeutet, man kann den Kern tatsächlich zum Beispiel oder mehrere von diesen Kernen beispielsweise in ein T-Shirt wickeln, mit einem großen Stein da ein paar Mal draufhauen. Das T-Shirt wird das wahrscheinlich nicht allzu lange überleben, aber dann kriegt man da wirklich aus den Kernen eine Pampe bzw. ein Gebrösel, was man dann mit dem T-Shirt auswringen kann und dann läuft da wahrscheinlich wirklich ein gewisses Maß an Pflanzenöl raus. Und das ist jetzt zu mehreren Zwecken gut. Erstens, man kann sich damit einschmieren zur Hautpflege. Zweitens, das ist durchaus ein Thema, ja, auch gegen die Austrocknung der Haut, insbesondere die Füße damit einschmieren, das wird noch sehr wichtig sein, dazu kommen wir noch. Und zweitens kann man es anzünden, schlicht und ergreifend in eine Kokosnussschale zum Beispiel füllen, in Docht, irgendein Stück Pflanzenmaterial, ein bisschen Textil, ein bisschen Müll, liegt ja auch genug rum, reintunken und das dann anzünden, und sofern man dann irgendwas zum Anzünden hat. Ne? Und dann hätte man ein Kerzchen,
durchaus auch interessant. Oder einen kleinen Ofen beispielsweise. Und da kann da auch irgendwie, sofern man einen Topf hat, um über dieser Kerze ganz langsam Wasser heiß machen oder sich was anderes kochen, was anderes zubereiten und so weiter und so fort. Ja? Und drittens, natürlich kann man das Öl auch ja letztendlich trinken bzw. essen und führt sich damit jede Menge Kalorien zu. Ist also eine sehr, sehr potente Survival-Pflanze. Nicht, dass das notwendig wäre, wo man auch Kokosnuss haben kann. Die ist ja ebenfalls vom Kaloriengehalt her wirklich sensationell. Daher, in den Tropen gibt es meistens sehr viel zu essen. Verglichen mit anderen Lebensräumen ist das also, wenn man sich auskennt und nicht von was Giftigem gekillt wird, eine sehr freundliche Umgebung, was ja, Ressourcen angeht. So, genug zur Pflaume, zurück zu mir. So, und nachdem wir die Pflaume erfolgreich hinter uns gelassen haben, kommen wir dann gleich noch zur anderen Pflanze, die in letzter Zeit eine größere Rolle gespielt hat beim Joris, kommen, nämlich die sogenannte Stachelpalme. Nur ist die Stachelpalme eigentlich gar keine Stachelpalme, sondern die Pfirsichpalme, weshalb ich übrigens verdammt lange gebraucht habe, um das Ding endlich mal irgendwo zu finden und ein paar Daten und Fakten zu diesem Baum aus schlauen Büchern und schlauen Internetseiten zu gewinnen, weil man die unter Stachelpalme tatsächlich nicht findet. Insbesondere Google findet sie dann nicht, zumindest nicht mein Google, sondern will mir dauernd die Stechpalme verkaufen, die erstens gar keine Palme ist, zweitens in Deutschland wächst und drittens Ilex aquifolium heißt. Und mit einer Palme überhaupt nichts zu tun hat, das ist ein Laubbaum. Also ein richtiger Laubbaum sozusagen. Oder schon ein gewisses Kuriosum. Ist ja auch egal, jedenfalls dazu ein weiterer Voice-Over-Beitrag. Tja, schon wieder was Kultiviertes, ne? Die Pfirsichpalme oder ja, wenn man mag, darf man sie schon auch Stachelpalme nennen. Übrigens hat der Joris da vollkommen recht, wenn er Stachelpalme sagt. Also das ist ein auffindbarer Trivialname, nur ist es schwierig, sie im Internet unter diesem Begriff zu finden. Ja, ist wie jede Palme durchaus mit gewissen Früchten ausgestattet. Alle Palmen haben immer irgendwelche Früchte, die sind nicht immer essbar, aber hier, das erinnert von den ersten Blick so ein kleines bisschen an Datteln, ist ja auch kein Zufall. Die Dattelpalme ist ja bekanntermaßen auch eine Palme. Ja, also es handelt sich hier um eine in Südamerika vor allen Dingen heimische, aber auch weit verbreitet in den Norden vorkommende Palme, die wahrscheinlich von den Inka kultiviert worden ist, unter anderem von den Inka, die Maya werden die sicherlich und so, wer da halt sonst noch so unterwegs gewesen ist, ja, werden da auch mit Sicherheit mit was von geerntet haben und mit dazu beigetragen haben, dass die mehr oder weniger im gesamten tropischen Amerika vorkommt, also auch auf den nordamerikanischen Kontinent. Ist ein bis zu 20 Meter hoher Stamm, den die hat. Das ist ordentlich für eine Palme, also wirklich eine der größeren. Die werden aber selten viel dicker als 15 Zentimeter, vielleicht mal 20. Also keine besonders dick werdende Palme, und sie biegt sich dann, falls sie eine sehr hohe Höhe erreicht hat, auch schnell mal um, was es dann wieder ganz praktisch macht, möglicherweise an die Früchte ranzukommen. Problem sind natürlich die Stacheln, wie uns der Joris ja auch schon eindrucksvoll bewiesen hat, dass es gar nicht so einfach ist, mit denen zu hantieren. Dementsprechend sind auch die Blätter weitgehend unbrauchbar und wurden, soweit ich das recherchieren konnte, auch nie nennenswert für irgendwas verwendet, während man mit Kokosnusspalmen, Blättern schon Beispiel alles Mögliche angestellt hat, möglicherweise auch mit Dattelpalmenblättern alles Mögliche angestellt hat. Palmenblätter sind ja generell ein ganz wesentliches Baumaterial in tropischen Lebensräumen für uns Menschen, nur eben halt nicht unbedingt die der Pfirsichpalme, weil ja aus naheliegenden Gründen wissen wir ja jetzt schon. Allerdings, wie der Joris auch erfolgreich herausgefunden hat, hat die Früchte, und diese haben eine Steinfrucht, sind etwa eiförmig, etwa 8 cm groß, und der Kern ist nochmal 4 cm groß. Das heißt, auch da kann man außenrum so das eine oder andere abnagen, muss aber halt eben mit dem großen Kern da aufpassen, sich da irgendwie, ja, nicht die Zähne dran auszuschlagen, in Anführungszeichen. Also typisch für häufig viel viele Früchte, die man in den Tropen finden kann, sind große Kerne. Die sind einfach notwendig, um im örtlichen Ökosystem auch vernünftig keimen zu können. Mit kleinen Samen hätte man in diesen doch meistens recht mageren Bögen nur schlechte Wuchsaussichten. Das heißt jetzt nicht, dass die vulkanischen Bögen auf unserer Vulkaninsel mager sind. Das sind sie nämlich nicht unbedingt, aber ja, nur damit ich es gesagt habe.
Die Farbe variiert übrigens von Rot über Orange zu Gelb, kann auch mal so ein bisschen ins Dunkelrötlich, ins leicht Schwärzliche, leicht, ne, nicht ganz schwarz, übergehen. Und das hängt einfach stark vom Reifegrad und der Sorte der jeweiligen Palme ab, weil eben als Kulturpflanze hat sie Sorten, die eben nach und nach von verschiedenen Völkern dann kultiviert worden wird, bis heute übrigens weiterhin angebaut und auch weiterhin kultiviert und dient durchaus auch wirtschaftlichen Zwecken, denn aufgrund des hohen Wuchses lässt sich daraus durchaus auch mal hin und wieder ein brauchbares Hölzchen gewinnen. Das wird zwar selten getan, aber kann schon mal passieren. Und sie wird sehr gerne eingesetzt in Kombination mit krautigen Pflanzen als Agroforstwirtschaft tatsächlich, wo die Palme eben als Schattenspender dient und den Boden verbessern soll, den Boden auflockern soll, und unter die Palme im Schatten dieser wachsen dann eben alle möglichen anderen Sachen, die dann vor allen Dingen dem Geld verdienen dienen. Die Früchte selber können aber auch noch durchaus sinnvoll genutzt werden. Dazu habe ich noch ein Bild. Ja, schön ist nicht, aber wir sehen ja auch bei Joris alle möglichen tollen Beiträge zu dieser Pflanze. Also Herkunft vermutlich, absolute Herkunft aus Costa Rica. Und jetzt muss man vor allen Dingen eben bei den Früchten noch darauf hinweisen, die enthalten im frischen Zustand 45,7% Wasser, 19% Stärke, das ist schon mal super, 6,7% sogar richtigen Zucker, 2,8% fettiges Öl, und insgesamt sind die damit also ein ausgezeichnetes Survival-Futter. Sogar eben der Wasseranteil kann in gewisser Weise von uns resorbiert werden, und wenn wir da ganz viele von mampfen, dann stellen die ein Stück weit auch den Durst bzw. unseren Wasserbedarf. Sollte man also zum Beispiel an einem Punkt landen, wo es kein Oberflächen- oder kein genießbares Oberflächenwasser gibt, aber jede Menge von diesen Stachelpalmenfrüchten bzw. Pfirsichpalmen, Pfirsiche mit fetten Anführungszeichen, dann kann man auch dadurch versuchen, ein bisschen Wasser zu sich zu nehmen, indem man da dann eben bei so einem hohen Wassergehalt doch mehr aufnimmt, als man letztendlich fürs Verdauen der ganzen Veranstaltung verbraucht. Insbesondere da der Stärkeanteil in Anführungszeichen nur bei 19% liegt und fast 7% reiner direkt verfügbarer Zucker sind, geben die auch recht schnell Energie ab. So, normalerweise werden die zum Essen gekocht. Das kann man dann natürlich auch tun, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und der Samen wird geröstet und dann entweder ebenfalls gegessen. Da muss man dann entsprechend gute Zähne haben, glaube ich. Und hat angeblich aphrodisiatische Eigenschaften. Ja, das kann aber keiner belegen, wie so bei so vielen Sachen, die angeblich aphrodisierend wirken. Aber hat man wohl damals als so empfunden, und das wird angenommen, dass das bestenfalls mit ein Grund für die weite Verbreitung durch eben die indigenen Kulturen gewesen sein könnte. Viel ausschlaggebender dürfte aber der hohe Urgehalt der Samen gewesen sein, was eben eine kommerzielle Nutzung erlaubt. Im Samen auch wieder so 30, 40% Öl, und außerdem ist es dann noch eine weitere schöne Möglichkeit, diese Palme sinnvoll nutzen zu können, indem man daraus Palmherzen gewinnt. Da verweise ich einfach auf eins meiner ersten Videos zum Thema Seven vs. Wild in der neuen Staffel, wo ich generell über die Nutzbarkeit von Palmen geredet habe. Da lasse ich mich auch zu Palmherzen etwas aus. Ja, so, und dann wäre da eben noch das Holz, und dazu zurück zum Ben vor Ort. Und nachdem wir jetzt darüber geredet haben, können wir jetzt zum Bogenbau kommen. Das ist nämlich eine Folge von der Stachelpalme. Denn für den Bogenbau. So erstmal, ne, ich bin ja bekanntermaßen Theoretiker, aber habe auch schon Bogen gebaut, hat auch einigermaßen funktioniert. Bestenfalls wäre mir wahrscheinlich mit heimischen Materialien, wäre ich wahrscheinlich in der Lage gewesen, ungefähr so das, was der Fritz da auch gebaut hat. Also auch durchaus mit ein bisschen Materialabtrag, mit frischem, weil elastischerem Holz und so weiter. Sowas hätte ich vielleicht hinbekommen. Vielleicht, wenn ich mir viel Zeit genommen hätte. Wenn nicht das Modell Otto, soweit ich weiß, hat Otto einfach nur einen langen Stock genommen und den gebogen. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch hingekriegt, ihn auch noch mit entsprechenden Ösen zu versehen. Und Schnur liegt da ja bekanntermaßen überall rum. Und ja, damit hätte ich dann plus minus auch einigermaßen so gut schießen können wie die zwei. Ich bin jetzt nicht der beste Bogenschütze, aber ich habe das schon oft genug gemacht, dass ich jetzt ungefähr sagen kann, dass ich einigermaßen weiß, wie das geht. Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Otto und Fritz schon so Bogen geschossen haben in ihrem Leben, aber ja, das würde ich mir jetzt noch zutrauen. So, aber ja, das große Problem, wie man auch bei vielen der anderen Teilnehmer sehen kann, die einfach irgendwelche Hölzer für den Bogenbau nehmen, besteht darin, dass du halt schon ein Stückchen Holz brauchst, das erstens eine gewisse Festigkeit hat und zweitens eine gewisse Elastizität hat. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen also ein elastisches Holz. So, und wenn man jetzt in einer Landschaft ist, wo man keinen Plan hat, welche Hölzer da in Frage kommen, in Mitteleuropa ist das übrigens relativ schnell erklärt, am besten mit Abstand Eibe, Taxus baccata, dann Esche, Fraxinus excelsior, dann Hasel, Corillus colurna, oder Corillus avellana, Corillus colurna wäre die Baumhasel, die ist tatsächlich noch besser geeignet für den Bogenbau als unsere normale Strauchhasel. Die Baumhasel hingegen ist eigentlich eine Baumart, die nur dann vorkommt, wenn sie jemand gepflanzt hat, weil sie normalerweise nur in der Türkei vorkommt, dann nennt sie auch türkische Hasel oder sowas in die Richtung. Wenn man aber mal eine findet, wäre sie auch ein hervorragender Bogenbaubaum. Das sind so die vier besten Hölzer meines Wissens, die man für einen Bogenbau bei uns verwenden kann. Ne, da kommen vielleicht noch ein paar andere in Frage. Man hat auch schon Ahorn gesehen und ja, aber im Wesentlichen. So, hier weiß ich das. In den Tropen weiß ich das auch nicht. Das Witzige ist jetzt allerdings, dass ich per Zufall jetzt trotzdem rausgefunden habe, was denn die beste Wahl gewesen wäre. Wir kennen sie, wir haben sie häufig im Bild gesehen, um daraus einen Bogen zu bauen, das von den Einheimischen als bestes, ja, traditionelles Waffenholz sozusagen verwendet wird für Bogen, Speil und Pfeil und Speer. Also hat wohl sowohl gute Flugeigenschaften als auch eben die notwendige Spannkraft und die notwendige Härte als Holz, um dann auch sich eben zu einem Bogen verarbeiten zu lassen. Und das ist jetzt überraschenderweise die eben besprochene Pfirsich bzw. Stachelpalme, wie der Joris sie nennt. Ja, da musst du natürlich dann sämtliche Stacheln erstmal abbekommen und das macht Mühe. Aber dann wären diese dünnen Storzel, die sieht man in Folge 2, glaube ich, bei Sabrina sehr gut, dass sie meint, oh, da muss man aufpassen, dass man da nicht reinrennt. Hat sie auch vollkommen recht, sollte man auch. Aber da kann man wunderbar eben diese Dornen abstehen sehen vom Stamm einer solchen Pfirsichpalme. Die sind übrigens weit verbreitet. Und wenn man die mit der Machete, mit dem Messer, mit welchem Werkzeug man halt zur Verfügung hat, abgemacht hätte und das Ding dann gefällt und dann auf der richtigen Länge entsprechend einen Bogen draus gebunden, das wäre wahrscheinlich das Überzeugendste gewesen, was man da als Bogen auf der Insel finden kann. Zumal sich das Zeug auch wunderbar eignet, um daraus einen Grünholzbogen, sprich einen aus frischem Holz, das noch nicht getrocknet ist, herzustellen und gleichzeitig eben ganz dünne Triebe dieser Palme dann letztendlich als Pfeil zu verwenden, beziehungsweise die dünnen Zweige in Anführungszeichen dieser Palme als Pfeil zu verwenden. Bei der Sache mit dem Pfeil, damit der stecken bleibt, muss man ein paar Sachen beachten, die hier auch nicht angesprochen wurden, deswegen möchte ich die mal gerne sagen. Ja, also wenn ihr euch auch gefragt habt, was machen die denn jetzt falsch, warum bleibt denn der Pfeil nicht stecken, das könnte zu großen Teilen wahrscheinlich daran liegen, wo er nicht stecken geblieben ist, zum Beispiel beim Fritz, der hat ja sein Ziel durchaus getroffen, aus mehreren Gründen. Erstens, der Pfeil hatte die falsche Form von Spitze. Also diese Metallspitze, die sich der Fritz da gebastelt hat, sieht toll aus. Wäre möglicherweise auch gar nicht so verkehrt, wenn man damit ein weiches Ziel, ein Kaninchen, gibt es da nicht, ein Agouti zum Beispiel, hätte jagen wollen, vielleicht gar nicht so blöde. Nur doof ist halt, du kannst das Ding auch nicht wirklich anspitzen, weil das ja eine plattgehauene Dose war mit umgebogenen Kanten. Und so eine umgebogene Kante kann man hinterher nicht anspitzen bzw. anschleifen. Dann würde sie einfach nur auseinanderfallen, wenn du die wirklich spitz machst. Schleifst du sie in der Mitte durch und die beiden Hälften, ne, gehen dann einfach auseinander. Daher wäre da eine Spitze gar nicht möglich gewesen. Zweitens, so eine aufgesetzte Spitze ist ziemlich mies darin, die Kraft des Aufschlags auf den Pfeil weiterzugeben, was dazu führt, beziehungsweise ist dazu gut drin, je nachdem, dass die Kraft des Aufschlags weitestgehend irgendwie im Pfeil landet, der Pfeil viel zu sehr wackelt und dann einfach wieder rausfällt aus dem winzigen Löchlein, was die Spitze hinterlassen hat. Das heißt, die Übertragung ins zu treffende Objekt der Energie, die der Pfeil hat, ist nicht groß genug, dass nicht hinterher die Schwerkraft, die den Pfeil einfach auf zu Boden fallen lässt, nicht größer wäre. Darauf läuft es hinaus. Deswegen ist tatsächlich die beste Idee, was der Fritz zwar sagt, dass er das genau nicht haben möchte, aber das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, wirklich eine einfache Holzspitze zu verwenden. Wir sehen ja auch, dass die Leute, die einfach ihren Stock einfach angespitzt haben, die waren ja erfolgreich, mit das Ding dann auch irgendwie ins Holz reinzubekommen.
Und ja, das ist tatsächlich die beste Möglichkeit. Man hätte das allerdings nochmal verstärken können, den Effekt einer simplen Holzspitze, indem man ungefähr weiß, wie Pfeilspitzen aufgebaut sein müssen. Das weiß man, wenn man sich mittelalterliche oder römische oder sonstige historische Pfeilspitzen anguckt. Und da gibt es im Grunde mehrere Varianten. Es gibt den Breitkopfpfeil. Das ist das Ding, was der Fritz quasi mit seiner Deodose oder was das gewesen ist, zusammengebastelt hat. Der ist wunderbar geeignet, um eben im Fleisch eines Beutetieres Arterien nach Möglichkeit oder Organe zu verletzen, um das Tier dann schnell zu töten, damit es nicht allzu weit läuft, bis du es einsammeln kannst, auf gut Deutsch. Ja? Für alles andere ist so ein Ding nicht zu gebrauchen. Will man eine hohe Penetrationswirkung haben, also dass der Pfeil tief in ein zu treffendes Objekt eindringt, dann sind das meistens vierkantige, sehr spitz zulaufende Spitzen, die aus dem Mittelalter, man kennt sie als rüstungsdurchbohrende Pfeile, Anti-Rüstungspfeilspitzen und sowas in die Richtung. Und tatsächlich wäre sowas sehr gut gewesen, um eben da im Holz stecken zu bleiben. So, und neben der Form der Pfeilspitze ist dann noch entscheidend, auf welchen Teil des Holzes man eigentlich schießt. Das hat nämlich unterschiedlich günstige oder nicht so günstige Bereiche. Und zwar wäre ein Querschnitt, also quasi eine Stammscheibe vom Baum wäre das Beste, was man hätte aufhängen können, weil dann schießt du auf den Querschnitt und der Querschnitt besteht aus nebeneinander liegenden Fasern. Und wenn da ein Pfeil in die Mitte reinsaust, dann werden die umliegenden Fasern einfach zur Seite weggedrückt, haben eine gewisse Elastizität, um dann auch wieder zurück in die Mitte zu drücken. Das bedeutet, der Pfeil drückt sie kurzfristig weg, solange er noch Energie hat. Und sie quillen wieder zurück, nachdem die Energie des Pfeils verpufft ist. Ergo, der Pfeil bleibt stecken. Ja, der wird sozusagen vom Holz fast schon festgehalten, wenn man das so nennen möchte. Und das wäre sicherlich am erfolgversprechendsten gewesen. Außerdem ein Treibholz ist da auch immer eine relativ ungünstige Angelegenheit. Und dann eben quer zur Faser drauf zu schießen, wie das der Fritz die meiste Zeit mit seinem Holz getan hat, das ist auch die Chance, dass der stecken bleibt, erheblich geringer, als wenn man auf einen Querschnitt zielt. So. Und last but not least, man kann seine Pfeilspitze, wenn man nur mit einer Holzspitze arbeitet, was man im Dschungel früher sehr oft getan hat, ne? Also die Einheimischen haben sehr wohl mit einfachen, simplen Holzpfeilen mit Holzspitze gejagt, aber die haben die vorher noch im Feuer gehärtet. Hält man nämlich eine Frischholzpfeilspitze, schön angespitzt, ein bisschen ins Feuer, ein bisschen entweder in die Flamme oder ein bisschen weniger kurz, aber dafür ja, länger, tolles Deutsch, in die Glut, dann wird das Holz erstmal sehr schnell getrocknet, schlicht und ergreifend, weil das Wasser, was drin ist, verdampft. Das führt auch dazu, dass das Wasser, das sich noch in der Zellwand befindet, verdampft. Das heißt, die Zellwand zieht sich zusammen und wir haben die zusammengezogene und damit härtesten Bereich des gesamten Pfeils, gerade wenn wir nur die Spitze reingesteckt haben, an der Spitze des Pfeils. Ja? Und das gibt dann erstmal nochmal eine andere Aufpralldynamik. Das heißt, die ganze Energie, die vom Pfeilschaft hinterherkommt, überträgt sich auf die festeste Spitze. Und weil die so fest ist, kann die dann mit der nachkommenden Energie des Rest vom Pfeils beim Auftreffen viel besser in das Objekt, das sie eben penetrieren soll, vorgetrieben werden. Ja? Deshalb ist das schon eine sehr, sehr, sehr einfache und wichtige Technik, zu wissen, dass man mit ein bisschen Feuer, klar, jetzt hätte der Fritz nicht einfach Feuer machen können, der Otto auch nicht, keine Frage, meine ich damit auch gar nicht, aber einfach nur für uns so zum Wissen, eine abgeflammte, leicht geröstete Pfeilspitze hat eine deutlich härtere Aufprall-Eigenschaft. Das gleiche gilt für Speerspitzen oder sonstige Waffen, die man aus Holz herstellt, die eine Spitze haben sollen. Wenn man die im Feuer noch mal ein bisschen abgeflammt hat, dann sind die hinterher deutlich gefährlicher, beziehungsweise dringen deutlich tiefer in das ein, was sie eindringen sollen. Mit dem Nachteil, dass sie dann poröser sind, das heißt, sie brechen schneller und können im getroffenen Objekt zum Beispiel recht schnell abbrechen. Man kann mit so einem Pfeil, wenn man was trifft, was zu hart ist, ziemlich sicher sein, dass die Spitze dann abgebrochen ist. Aber bei einem simplen Holzpfeil mit einer simplen Holzspitze ist es auch nicht so schlimm, wenn man eine neue dran schleifen. Ja, und ist inzwischen übrigens gut duster geworden. Naja, ich kann auch lesen, was ich aufgeschrieben habe, das ist die Hauptsache.
So viel zum Thema Pfeil. Ne? Also Pfeile selber, wie gesagt, auch aus dem Pfirsichpalmenholz traditionellerweise hergestellt. Und dann möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass ich dann wirklich außerordentlich toll vom Knossi finde. Sehr gute Strategie, dass er sagt, scheißegal wie schrottig mein Bogen ist, ich kriege immerhin einen Punkt, den kann ich mal eben mitnehmen, indem ich den schrottigsten Bogen aller Zeiten baue und tatsächlich es schaffe, einen winzigen Pfeil rein per Zufall in ein Stück Holz auf einen Meter Höhe reinzuschießen. Ist doch großartig. Und jetzt hat er letztendlich ja nicht nur einen Punkt, sondern stand jetzt, ich glaube, sogar fünf. Ne? Meines Wissens haben nur Otto und Joris, weil er sein Styropor verfehlt hat, nur einen Pfeil tatsächlich ins Holz verschossen. Ja, das also wirklich sehr spannend. Das habe ich richtig lustig gefunden, diese ganzen Bogenbaugeschichten, insbesondere da ich eben selber auch schon welche gebaut habe und zumindest mal so ganz, ganz grob ungefähr weiß, woraus da ankommt, ohne dass ich behaupten wollte, dass ich es irgendwie besser gemacht hätte als zum Beispiel die beiden Damen. Die hatten ja ungefähr ähnlich. Nö, nicht ganz. Sabrina, ihre war schon noch mal ein bisschen besser als das, was Lofa da konstruiert hat. Aber sie hatte Spaß. Das ist auch was. Ne? Immerhin. Aber dann finde ich es doch interessant, dass zum Beispiel eine Nova nicht auf die Idee gekommen ist, dann halt einfach wirklich 30 cm an ihr Ziel ranzugehen und einen angespitzten Stock dann irgendwie dann halt doch da noch reinzuschießen. Einfach so nach dem Motto, ist ja scheißegal, Hauptsache dabei sein ist alles, so in etwa. Ja? Dass die da gar nicht auf die Idee gekommen sind, stand jetzt, vielleicht kommt das ja noch, ne? Das wissen wir ja nicht, oder weiß ich zumindest jetzt nicht, vielleicht wisst ihr es schon, wenn ihr das seht. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das wäre so auch mein erster Impuls gewesen, vollkommen egal, wie schrottig ich das mache, Hauptsache ich habe mitgemacht und ich kriege zumindest mal einen Punkt und außerdem hat man eine Beschäftigung für den Tag. Natürlich kann man auch weiter am Shelter bauen, wie das Sabrina sehr eindrucksvoll getan hat oder ich weiß nicht, was Nova so den ganzen Tag getan hat, aber die wird schon auch irgendwie beschäftigt gewesen sein. Soviel zum Bogenbau. Und jetzt nochmal was ganz Spannendes, für mich persönlich auch wirklich was dahingehend super, super Spannendes, dass ich das so in dieser Form auch nicht wusste. Ich erkläre es jetzt erstmal noch grob hier im Dunkeln hockend und dann gibt es da nochmal einen Voice-Over-Beitrag mit Bild, nämlich Fritz Fuß. Fritz Fuß sieht aus, wie er aussieht, weil das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wie auch die Texteinblendung da darauf hinweist, tatsächlich die Dschungelfäule sein könnte. Dschungelfäule ist einer der vielen Namen für diese Krankheit, für die man im Wesentlichen den Begriff Trenchfoot kennt, aus dem Englischen. Trench ist der Schützengraben und das hat sich eingebürgert nach dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war das auch ein Thema, wo wirklich massiv vielen Soldaten letztendlich der Fuß weggefault ist, oder die Füße, weil die im ständigen Wasser ihres Schützengrabens nie geschafft haben, ihre Füße zu trocknen, gleichzeitig aber eben eng anliegende Soldatenstiefel bereits gestellt bekommen haben. Die historische Entwicklung dieser Krankheit ist also ganz, ganz interessant. Zum Beispiel die Römer mit ihren bekanntermaßen Sandalen, mit denen die rumgelatscht sind, die mögen da auch aus Aua-Aua an den Füßen gehabt haben, aber diesen vor sich hin faulenden Fuß im Stiefel, der ständig nass ist, würde es da nicht gegeben haben, weil die hatten ja keinen Stiefel. Also daher ist, seit der Stiefel für jedermann erschwinglich gewesen, ist das eben ein Phänomen, das erst seitdem im großen Stil und insbesondere eben in Kriegen aufgetreten ist. Tatsächlich sind die größeren Massenauftretungen des Trenchfoot-Syndroms sind tatsächlich eigentlich immer mit irgendeinem Krieg in Verbindung zu bringen, insbesondere mit dem Vietnamkrieg. Und mir ist in diesem Zusammenhang auch Lieutenant Dan eingefallen, denn Lieutenant Dan empfiehlt ja Forrest und Baba, wenn die gerade in Vietnam ankommen, als größten, wesentlichsten Tipp, den sie bitte beibehalten sollen, um hier draußen klarzukommen, Socken. Trocken und olivgrün, irgendwie sowas. Ja? Das ist also das Allerwichtigste, eben auf trockene Socken und auf trockene Füße zu achten für Vietnam ist, was, nachdem ich jetzt wusste, weiß, dass es dieses Trenchfoot-Syndrom gibt oder Phänomen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Krankheit, durchaus ein guter Rat von Lieutenant Dan damals gewesen ist. Also ich spiele hier an auf Forrest Gump, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde den so großartig und konnte einfach mit diesem Hinweis, dass die Socken trocken zu halten, ach so furchtbar wichtig sein soll, von eben dem Ausbilder von den beiden, wenn sie halt in den Vietnamkrieg müssen, so wichtig sein soll, konnte ich bisher nicht ganz nachvollziehen. Jetzt inzwischen schon, weil das eben gerade im Vietnamkrieg wirklich Hunderttausende gefühlt von Soldaten gegeben hat, die in die Heimat verschifft werden mussten, einfach weil ihnen durch die ständige Feuchtigkeit im Stiefel der Fuß weggefault ist.
Und ja, das ist jetzt, bevor wir auf die Details eingehen, auch dahingehend nochmal sehr, sehr, sehr interessant, weil ich ja ursprünglich mal in irgendeinem anderen Teil, ich glaube dem zweiten, ich kommentiere Reihe, darauf hingewiesen habe, dass ich es für ziemlich gefährlich halte, ohne Schuhe darum zu rennen. Das halte ich auch nach wie vor für sehr gefährlich. Und da habe ich den Fritz noch dafür gelobt, dass er eben nicht ohne Schuhe da rumrennt, sondern die weiterhin anhat und eben dafür sorgt, dass er sich dann eben nicht am Fuß verletzen kann und nicht so schnell umknickt und einfach das Verletzungsrisiko erheblich geringer ist. Man kann auch nicht in irgendwas Spitzes reintreten und so weiter und so fort. Also zum Rumlaufen bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass es besser ist, dann die Schuhe anzuziehen. Interessant allerdings, und das wusste ich wirklich nicht, das gebe ich auch zu, dass das in den Tropen, wenn man da denkt, ja, mit den Schuhen ist mein Fuß besser geschützt, eben sehr schnell, noch viel schneller als das zum Beispiel in den Grabenkämpfen Frankreichs der Fall gewesen ist, zu eben diesem Trench-Foot-Syndrom kommen kann. Und das hat im Fall der Tropen auch einen eigenen Namen, nämlich eben besagte Dschungelfäule. Das heißt, ich möchte meine Empfehlung, grundsätzlich immer für jedes Rumlaufen Schuhe anzuziehen, so ein kleines bisschen zurücknehmen. Und würde jetzt ab sofort die Empfehlung abgeben, sobald ein größeres Risiko für die Füße besteht, sofort Schuhe anziehen. Solange das Risiko sehr, sehr klein und sehr überschaubar ist, dann kann man möglicherweise auch mit den vom Wasser angelieferten Badelatschen, Flipflops oder was auch immer da angespült worden ist, erstmal vorlieb nehmen, eben zum Zwecke, dass man dann erstens mal trockene Schuhe bekommt, die ja von Ankunft an erstmal nass sind, und zweitens dann eben möglicherweise auch irgendwann trockene Füße bekommt. Ja? Wenn das nicht möglich ist, wenn man sich bewegen muss und sich mit Schuhen durch den Dschungel bewegen muss, und dann ist mit Schuhen immer noch besser als ohne Schuhe, insbesondere wenn man jemand ist, der es nicht gewohnt ist, barfuß zu gehen, dann müsste man sich, das wird auch so empfohlen, irgendwie damit behelfen, dass man entweder ständig die Socken wechselt und die nassen Socken zum Trocknen am Rucksack aufhängt, während man halt weiterläuft, dass die dann einfach in der Luft ein bisschen trocknen können, mindestens ein bisschen, bis hin zu ganz, je nachdem wie feucht die Luft ist, geht das halt gar nicht, aber genug Socken dabei haben und Socken häufig wechseln. Wenn man gar nicht genug Socken hat, wie zum Beispiel im Seven vs. Wild Fall, dann müsste man sich wohl damit behelfen, das wäre dann wohl das Idealste, aber das habe ich, wie gesagt, weiß ich erst jetzt, wo ich es recherchiert habe, dass man tatsächlich nachts Socken und Schuhe auszieht und die Nachtzeit nutzt und sich da, was weiß ich was, um den Fuß wickelt, damit er nicht allzu kalt wird, je nachdem wie kalt es nachts eigentlich ist, das ist halt eben die große Frage, dann den Fuß lieber kühl, aber trocken hält, als eben weiterhin nass und feucht. Das heißt, unbedingt über Nacht die Schuhe ausziehen. Jetzt wissen wir nicht, ob Fritz über Nacht die Schuhe noch anhatte, ob er die überhaupt mal ausgezogen hat seit der Ankunft. Was ich verstehen könnte, wenn er es nicht getan hätte, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich muss die Schuhe nicht sehr oft ausziehen. Ich neige nicht zu nassen Füßen oder zu Schweißfüßen oder sonst wie. Und wenn ich mich nicht hinlege zum Schlafen, dann gibt es eigentlich keinen besonderen Grund, weshalb ich Wanderstiefel, die ich gewohnt bin, die ich eingelaufen habe, die mir gut passen, ausziehen muss. Die kann ich also auch mal 36 Stunden am Stück anhaben, habe ich schon oft genug getan. Oder auch mal 48 Stunden, wenn es dann sein muss, wenn sich das halt eben nicht anders ergibt. Und ich leide da nicht sehr drunter. Und wusste, wie gesagt, bis jetzt nicht, zu was das tatsächlich insbesondere in den Tropen führen kann. Ja? Daher, ja, tagsüber, wenn es notwendig ist, mit Schuhen rumlaufen und dann halt nasse Füße bekommen, aber die Nacht dann lang genug sein lassen, das ist sie ist ja fast 12 Stunden, fast in beide Richtungen, also entweder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber ziemlich genau, 10 Stunden wird empfohlen zum Füße trocknen lassen. Dass man sie also 10 Stunden lang trocknen lassen sollte, insbesondere nachdem man vorher erste auftretende Symptome vom Trench-Foot-Syndrom gezeigt hat, wie das beim Fritz jetzt gerade der Fall ist. Ja, ich hoffe, der ist da einigermaßen mit halbwegs gesunden Füßen wieder rausgekommen, weil die Krankheit kann ganz, ganz böse ausgehen. Und dazu jetzt aber wirklich endlich der notwendige Voice-Over-Beitrag mit Bildmaterial. Plakate wie dieses müssen manchem Soldaten so ein kleines bisschen wie der pure Hohn vorgekommen sein. Zwar wurde dann irgendwann mit einer Aufklärungskampagne versucht, zumindest Unwissenheit zur richtigen Fußhygiene nicht mehr als Ursache für den Trenchfoot
Entschuldigung, in Frage kommen zu lassen. Aber so wie man das hier sieht, so gemütlich, schön mit Fuß abtrocknen, mit einem trockenen Tüchlein und dann wahrscheinlich trockene Socken anziehen und so weiter und so fort, wird das in den seltensten Fällen im Grabenkampf des Ersten Weltkriegs beispielsweise möglich gewesen sein. Also bekannt war das Phänomen dann relativ schnell und vielleicht hat diese Aufklärungskampagne auch ein klein wenig geholfen. Aber ja, ich bin mir sicher, dass es für den einen oder anderen Soldaten ein gewisser Hohn gewesen ist. So, an dieser Stelle, bevor wir weiter auf das Thema eingehen, eine kleine Warnung. Ich habe nämlich durchaus versucht, ein paar nette Aufnahmen von dieser Krankheit zu finden und die sehen, gesinde gesagt, unappetitlich aus. Wer da also Schwierigkeiten mit hat, der kann jetzt an der Stelle mehr oder weniger ausmachen oder so weit vorspulen, bis das Thema fertig ist. Viel mehr kommt hier nach aber auch gar nicht mehr. Deswegen, ja, ne? Also ihr wurdet gewarnt und damit geht's weiter. Ja, hier mal ein gesunder Fuß mit sogenannter Waschhaut. Was zum Geier ist eine Waschhaut? Das wird jeder kennen, der sich schon mal gewaschen hat, mehr oder weniger. Wenn man menschliche Füße und/oder Hände für circa eine halbe Stunde, bei manchen von uns weniger, bei einigen von uns ein bisschen mehr, ins Wasser hält, dann bekommt man diese berühmte sogenannte Waschhaut, also runzlige Finger bzw. runzlige Zehen, die Haut an den Zehen und an den Fingern. Das kann man hier insbesondere beim großen Zeh gut erkennen, dass da eben eine solche Waschhaut auftritt. Auch die Fußsohle wirkt sehr faltig bei diesem Fuß. Das liegt auch eben an dieser sogenannten Waschhaut. Und dass das auftritt, ist der Grund, und das ist ja prinzipiell erstmal nicht schlimm. Hatte jeder von uns ja schon mehrfach im Leben, wahrscheinlich sehr oft sogar, gehabt und überhaupt keinen Grund zur Besorgnis. Aber ja, eben, dass das auftritt, ist letztendlich auch so ein bisschen der Auslöser für dann später den Trenchfoot. Und daher sollte man auf jeden Fall die Waschhaut in Outdoor-Szenarien und im Bereich dessen, dass man weiß, dass man so schnell nicht abtrocknen wird oder sich nicht abtrocknen kann, sollte man diese durchaus im Hinterkopf behalten. Ich möchte nochmal auf die Bedeutung dieser Krankheit erstmal kurz eingehen, bevor wir noch ein bisschen mehr auf die physikalischen Ursachen zurückgehen. Das heißt übrigens auch häufig, also der Begriff ist Kälte-Nässe-Schaden der Hände oder Füße, wobei man Kälte dabei so ein bisschen außen vor lassen muss. Im Englischen ist der klassische Soldatengrabenfuß oder Schützengrabenfuß, also dieser Trenchfoot, den wir gerade gesehen haben, das Plakat dazu, wird auch bezeichnet als Non-Freezing Cold Injury. Ja, also wichtig, Non-Freezing. Das muss dazu noch nicht mal wirklich Temperaturen deutlich unter Null haben, sondern es reicht einfach ein kühles, feuchtes Klima von 0 Grad bis maximal 15 Grad ungefähr, sagt man. Da entsteht dieser Non-Freezing Cold Injury. Für die Dschungelfäule, die klassische Dschungelfäule, die dann tatsächlich im Dschungel anzutreffen ist, vor allen Dingen, da heißt das Ganze dann Warm Water Immersion, Foot. Ja? Und beide Begriffe stammen aus dem Militärbereich, weil das halt eben eine der bedeutendsten Soldatenkrankheiten ist, die, ich zitiere dazu einfach mal spaßeshalber Wikipedia. Da er ob seiner banalen Entstehung und Prävention nach wie vor weitestgehend unterschätzt wird, sich sehr schnell ausprägt, unbehandelt schnell zum Tode führt, therapeutisch nahezu sämtliche Bereiche der Hochleistungsmedizin beansprucht und Betroffene oft durch nachfolgende schwere Behinderungen bis ans Lebensende unter tiefgreifenden medizinischen und psychosozialen Auswirkungen leiden lässt. Punkt. Ja? Also, das klingt nicht lustig und das ist es auch nicht, weil wenn einem die Fußhaut tatsächlich weitestgehend weggefault ist, dann das erholt sich eigentlich gar nicht mehr. Also selbst mit der modernsten Medizin ist das dann ein größeres Problem. So, und damit zurück erstmal zur sogenannten Waschhaut, die wir hier sehen können. Ich hätte damit, wenn ich die ganze Zeit einen Fuß angucken, dazu auch mal noch einen Finger. Das wird übrigens auch gerne als Waschfrauenfinger bezeichnet, weil die halt als Waschen noch von Hand notwendig war, mit dem Waschbrett am Fluss und solche Späße, eben dann sehr lange die Hände auch im Wasser hatten und sich dann irgendwann diese Finger gebildet haben. So, zunächst mal, wie kommt das zustande? Unsere Fingerkuppen, insbesondere Fingerkuppen und Zehen plus Fußsohlen, sind ja der einzige Bereich des menschlichen Körpers, der 100% haarfrei ist. Da wachsen also nie irgendwelche Haare. Das spielt eine Rolle. Da sind also auch keine Haarwurzeln drin, die da irgendwie für die Haut ja durchaus auch positive Aspekte haben können, abgesehen von den Haaren.
Und das ist auch einer der wenigen Bereiche unseres Körpers, an dem sich null Drüsen zur Fett-, Talg- oder ähnlichen Produktion in der Haut befinden. Das bedeutet, die sind komplett öl- und fettfrei, anders als der Rest unserer Haut. So, und dann ist die Kreatinschicht, also die äußerste Hornschicht unserer Haut, an Fingerspitzen und Fußsohlen insbesondere sehr, sehr dick. An den Fingerspitzen als gewisser Schutz der Fingerspitzen, an den Fußsohlen logischerweise, damit die halt schön hart und schön stabil sind. Für Leute, die barfuß gehen, die werden da auch entsprechende Schwielen und entsprechend dicke Kreatinschichten an den Füßen dran haben, um überhaupt vernünftig barfuß laufen zu können. Das schützt dann den Fuß schon ziemlich gut und ist was anderes, als wenn zum Beispiel ich versuchen würde, barfuß zu gehen, der ich das nie großartig praktiziert habe. Ja, so. Kreatin hat jetzt die blöde Eigenschaft, dass es sich, wenn es nass wird, ein bisschen ausdehnt. Ja, das heißt, die schützende Schicht um unsere Finger, die eigentlich perfekt passt, dehnt sich dann aus. Und da unser Finger sich nicht mit ausdehnt, das Fleisch drunter und der Knochen und all solche Sachen, führt das dazu, dass sich die Haut an der Stelle dann eben wellt und eben dieses ja, charakteristische Muster entsteht. Eben weil jetzt auf einmal mehr Haut da ist, als Finger es überhaupt ausfüllen kann. Und die zusätzliche Haut muss dann Falten bilden, um auf gleicher Fläche überhaupt unter gebracht zu werden. So, soweit erstmal die physikalischen Hintergründe. Leider ist eine kreatindichte Schicht, gerade weil sie sich Wasser ausdehnt, auch nicht wasserdicht. Das heißt, das Wasser dringt da drin ein und kommt bis zu unserer inneren Haut, wo die normalerweise nicht nass wird, jedenfalls nicht bei kurzem Wasserkontakt, aber eben bei längerem Wasserkontakt dann irgendwann schon. Und damit können eben auch alle möglichen im Wasser gelösten Lebewesen, zum Beispiel Bakterien, an die inneren Hautschichten gelangen, wo sie normalerweise nicht hinkommen würden und wo sie eigentlich am besten auch gar nicht hinkommen sollen. Das spielt da also schon noch mal eine größere Rolle. Kurzer Abstecher in die Evolution. Es wird schon seit längerem diskutiert, inwiefern denn dieses Phänomen dieser ja, Waschfrauenhände, nenne ich sie jetzt einfach spaßeshalber weiterhin, irgendwie zu irgendwas gut ist. Weil das tritt ja bei allen Menschen auf, ist also ein charakteristisches Merkmal unserer Physiologie, also unseres Körperbaus. Und da könnte man doch meinen, dass das evolutionär für irgendwas gut sein muss, weil viele Phänomene, die im Laufe der Evolution aufgetreten sind, sich meistens deswegen durchgesetzt haben, weil sie für irgendwas gut waren. So, jetzt gibt es da zwei Lager. Die einen sagen, nee, ist tatsächlich für nichts gut, sondern ist einfach ein Nebeneffekt, der halt per Zufall entstanden ist und einfach sich erhalten hat, weil er bisher noch nicht sich rauskloniert hat, dass das wieder verschwunden wäre. Dem muss man also auch nicht zu viel Bedeutung beimessen, sagen die einen. Und die anderen sagen, doch, das hat evolutionäre Gründe, denn wer viel im Wasser arbeitet und mit den Händen im Wasser hantiert, der hat eine bessere Grifffestigkeit, nachdem sich diese Waschfrauenhaut gebildet hat. Und das hat man mal experimentell untersucht und hat Leute Marmorklötze unter Wasser sortieren lassen, also von Kiste A in Kiste B stapeln. Und das eben bei Leuten, die damit gerade angefangen hatten, ohne Waschfrauenhände und Leute, die dann später, bei denen sich später die Waschfrauenhände gebildet haben. Und tatsächlich war die Grifffestigkeit unter Wasser, das Nicht-Wegflutschen der Marmorblöcke sozusagen, war bei den Menschen mit Waschfrauenhaut deutlich größer als bei den Menschen ohne Waschfrauenhaut. Das heißt, es könnte sein, dass das eine Anpassung ist unserer Vorfahren, die von Hand Fisch gefangen haben, die von Hand Krebse gesammelt haben, die sonst was aus dem Wasser geholt haben, Muscheln, was weiß ich. Ja, das könnte sein. Aber das ist nach wie vor hochgradig umstritten und sehr schwer, das genau wissenschaftlich zu begründen, was da jetzt nun der Realität entspricht. So, spätestens ab jetzt schlimme Bilder. Na? Ihr seid also nochmal gewarnt. Hier ist also zum Beispiel ein ziemlich schlimmer Immersionsfuß, das ist übrigens der wissenschaftliche Fachbegriff für diese Krankheit, von einer namenlosen KZ-Insassin. Also ganz schlimme Situation. Das muss ich aber niemandem erzählen. Jetzt gehen wir aber trotzdem einfach im Prinzip mal mehr auf die Krankheit als solche ein. Wir sehen insbesondere rechts unten, wie sich da die obere Haut des Fußes bereits vom unteren, ja, vom zugrunde liegenden Fleisch ein Stück weit getrennt hat und da also eine deutliche Trennung der
unterschiedlichen Hautschichten des Fußes sichtbar wird. Das kommt eben dadurch zustande, dass die obere Hautschicht, eben die kreatinhaltige Hautschicht, insbesondere an der Fußsohle, wie die aussieht, wissen wir nicht, ist vielleicht auch ganz gut, eben, ja, habe ich ja schon gesagt, aufquillt vom Wasser und sich dann durch das unter die Haut sich befindliche Wasser, es dazu kommt, dass zwischen Wasser und Hautinneren sozusagen ein Osmosepotenzial herrscht. Das heißt, im Inneren der Haut werden Stoffe gelöst, ins Wasser transportiert und vom Wasserfluss, der ein Stück weit ja auch stattfindet, insbesondere wenn der Fuß weiterhin belastet wird, heißt man läuft drauf rum, insbesondere im Schuh, dann wird eben alles, was in der Haut so an gelösten Stoffen drin ist, vom Wasser weggeschwemmt. Das heißt, auch der Versuch des Körpers mittels Abwehrstoffen und also dem Immunsystem letztendlich, da irgendwie wenigstens die Keime zu killen, die über diesen Wege in den Körper gelangen, das funktioniert nicht, weil sämtliche Immunantwort sozusagen weggespült wird. Das könnte so einer der möglichen Ursachen sein. Ja, die mechanische Belastung, dass da auf dem Fuß halt weiterhin gelaufen werden muss, kommt auch immer erschwerend dazu. Und wir haben dazu noch eine Ödembildung, also ein Ödem, auch Wassersucht genannt, ist ja immer eine Aufschwemmung oder eine Schwellung von Körpergewebe aufgrund einer Einlagung von Flüssigkeit aus dem Gefäßsystem. Hier haben wir also jetzt zusätzlich dadurch, dass auch noch körpereigene Flüssigkeiten jetzt weiterhin in den, wie Lymphe, Eiter und solche Sachen in den Fuß transportiert werden, um eben die ja, quasi Infektion zu verhindern, dass da also noch diverse andere Flüssigkeiten zusammenkommen, das Gewebe wahnsinnig aufquillt, seine eigentliche Funktion nicht mehr erfüllen kann, an vielen Stellen eben die Haut dann auch vollständig aufbricht und spätestens jetzt kommen dann Bakterien, Keime, Pilze vor allen Dingen, sehr viele Pilze, da spielen da eine große Rolle ins Spiel. Denn insbesondere Pilze benötigen für ihre Ausbreitung ein feuchtes Milieu, können eigentlich nahezu in die alles bestehende lebende Gewebe eindringen, können sich Löcher in Zellen bohren, können durch Löcher in unserem Körper, in unsere Haut eindringen, wenn dann das für Pilze notwendige feuchte Mikroklima auf der Haut gegeben ist. Und das ist bei einem ständiger feuchte, lebenden, vor sich hin faulenden Fuß eben nun mal tatsächlich der Fall. Und deswegen spielen da also Pilze auch eine ganz, ganz große Rolle bei dieser Krankheit. Im Fall von Kriegsimmersionsfüßen, die in irgendeiner Form im militärischen Bereich angefallen sind, ist es auch ganz oft so, dass chemische Kampfstoffe nochmal zusätzlich das Ganze verstärken. Und das bringt uns jetzt allerdings auch nochmal tatsächlich zurück an unsere Insel, denn da spielen chemische Kampfstoffe ja leider Gottes auch irgendwo eine Rolle. Denn, wie wir ja inzwischen bestimmt alle mitbekommen haben, wurde die Insel in den 40er Jahren für Chemiewaffentests verwendet. Ja, und beim Fritz hier jetzt tatsächlich eine Aufnahme direkt von eben Seven vs. Wild geklaut. Da haben wir jetzt hier eine erste Szene, wo der Fritz feststellt, dass sich da eben die Haut schon abziehen lässt. Das ist eben genau das. An der Stelle haben ja viele Menschen eine Hornhaut, insbesondere die viel laufen, so wie der Fritz. Und ja, wenn die dann eben aufquillt, dann dringt das Wasser unten drunter ein. Die Haut unten drunter ist relativ schlecht geschützt vor eben eindringenden Keimen, insbesondere Pilzen. Und jetzt kommt da eben noch erschwerend dazu, eben indirekt in den Tropen mit besten hohen Temperaturen, beste Wachstumsbedingungen für Pilze, für Bakterien und für alle möglichen lustigen anderen Sachen, mit denen man seine Füße am besten nicht in Kontakt bringen kann, dass das jetzt schon realistisch betrachtet, wenn der Fritz jetzt nicht bald schafft, seine Füße trocken zu legen, mit einem großen Risiko einhergeht, dass er da tatsächlich das Trench-Foot-Syndrom bekommt. Das ist es hier noch nicht, aber das kann sich innerhalb von wenigen Stunden tatsächlich dann auch schon entwickeln und erste Symptome davon auftreten. Das kann sehr schnell gehen. Ja? Also wenn es ganz dumm läuft. Ich hoffe einfach, dass er über Nacht dann seinen Fuß da wieder trocken bekommen hat. Wie gesagt, etwa 10 Stunden sind empfohlen zum absoluten Durchtrocknen lassen der Fußhaut, damit das dann wieder ja, in den Normalzustand zurückkehrt und danach kann dann auch wieder eine längere Zeit im Schuh, auch gegebenenfalls im feuchten Schuh, problemlos überstanden werden, wenn man dann immer zwischendrin die Schuhe, Füße wieder trocken bekommt. So, ich denke, das wäre genug zu diesem Thema. Ich bringe noch mal schnell den Kollegen aus dem Ersten Weltkrieg.
Der hat also vollkommen recht. Keep feet dry and clean und dann passiert einem das auch nicht, was wir dann oben rechts im Bild entsprechend auch bereits so ein bisschen sehen können. Ja, also meiner Meinung nach ein sehr, sehr spannendes Thema, eine sehr unterschätzte Gefahr, die wohl im Dschungel eine größere Rolle spielt. Und jetzt, nachdem ich mich daran wieder erinnert habe, auch zum Beispiel bei den Expeditionen von Alexander von Humboldt ist es durchaus vorgekommen, dass sie Probleme in diesem Bereich hatten, weil auch die ja eben die ganze Zeit durch den Dschungel im Stiefel, durch den Dschungel gestapft sind. Und ja, also da kam es dann auch schon zu kleineren Ausprägungen von eben der sogenannten Dschungelfäule. So, das war's. Gut, und dann sind wir wieder hier zurück im Dunkeln. Ja, inzwischen wirklich ziemlich dunkel. Was ich auf jeden Fall noch ergänzen wollte, weil mich gefragt worden bin, was hat es mit den Haiköpfen auf sich, die da in Folge 4 gefunden worden sind? Das ist ja schrecklich, das ist ja furchtbar. Wie kann denn das passieren? Was ist da los gewesen? Naja, ganz einfach Fischer, die die Haie gefangen haben, Kopf abgeschnitten, Kopf war nicht verkäuflich, Kopf wieder ins Wasser geworfen, von der Flut angespült, Ende. Ja, fertig. Haie werden definitiv gefischt. Da kann man durchaus der Meinung sein, dass das ganz böse ist. Dazu Robert Mark Lehmann fragen. Der hat da bestimmt an der entsprechenden Stelle bei seinen Reaktionen garantiert noch alle möglichen Anekdoten zu sagen. Der kennt sich ja mit so Wasserzeugs aus. Ich nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach ein Resultat des Fischfangs gewesen sein dürfte. Nur weil ich gefragt worden bin. Aber ja, an der Stelle bedanke ich mich. Ich winke mal. Habt ihr gesehen, ne? Also, bis zum nächsten Mal und macht's gut und dann vielleicht auch wieder mit Licht, sofern die Sonne morgen wieder aufgeht. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut. Tschüss.